wunderschönen guten Abend. Was geht, Männers? Ich grüße euch recht herzlich wieder zu einem erneuten, sehr, sehr schönen, wunderbaren Livestream. Und ich hoffe, euch geht es wunderbar, Leute. Es ist Dienstagabend, ja, ich weiß. Dienstagabend hatten wir längere Zeit nichts mehr, glaube ich zumindest. Aber heute steht mal wieder eine geile Sache an. Ne? Und da habe ich mich ja nicht lumpen lassen. Da habe ich ja gesagt, da sind wir dabei. Weil ursprünglich war es eigentlich gar nicht geplant, dass ich diese Serie fahre. Aber ich habe mir gedacht, diese Woche haben wir tatsächlich nicht ganz so viel. Wir haben Pro Series, wir haben LFM Endu. Und ich habe mir gesagt, wäre noch geil, wenn wir noch was hätten. Und dann habe ich so ein bisschen die Leute bestochen und versucht, hier irgendwie reinzukommen, Leute. Und jetzt sitzen wir hier im Ferrari, auf Misano, mit dem Max zusammen. Im Regen wahrscheinlich gleich. Und es wird geil. Grüßt euch. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr schon wieder dabei seid, so zahlreich. Schön, dass hier schon wieder über oder knapp 100 Däumchen am Start sind, Leute. Herzliche Grüße an euch alle. Wird geil. Also wie gesagt, Ferrari, Misano, geile Kombination so an sich. Beziehungsweise Misano, einfach eine geile Strecke, wie ich finde. Habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt. Hat auch im McLaren sehr viel Spaß gemacht. Und das Ganze heute im Doppelpack, 2x60 Minuten mit Reverse Grid, also komplett auf die Fresse, komplette Rennaction, komplette Eskalation und dann noch eventuell mit Regen. Also, wenn das nicht nach sehr viel Schwitzerei und sehr viel Lackaustausch oder irgendwie so, ne, wir wollen es ja natürlich nicht hoffen, aber ich glaube, das wird heute eine wilde Nummer. Grüßt euch! Warum Ferrari? Weil die Jungs, also ursprünglich der Max und der Patrick, weil die sich angemeldet haben mit dem Ferrari. Und deswegen sitze ich hier heute im Ferrari. Im Pferd. Im Pferdchen. Ein echter Michael Schumacher Ferrari. Genau diese. Schreiß nicht. Ach Quatsch, Leute. Das gute Omen hier. Es liegt heute über Italien, über Misano. Obwohl liegt, ist nicht Misano irgendwo, irgendwie, war das nicht San Marino oder so? Ich weiß auch nicht mehr, ist italienisch. Grüß euch. Leute, schön, dass ihr am Start seid, wieder so zahlreich. Noah und ich sollten oder wollten ursprünglich, wir haben uns überlegt, okay, was machen wir? Ne? VEM ist ja alle zwei Wochen und dann haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf VEM. Aber jetzt wird das eine VEM-Rennen verschoben auf in zwei Wochen. Und wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen Zeit gerade. Und da habe ich gesagt, komm, ich biete mich an. Normalerweise würden Noah und ich diese Serie jetzt hier nicht mitfahren. Ich weiß auch nicht, wie viele Rennen ich hier von dieser Serie mitfahre. Weil meistens fahren dann Patrick und Max, höchstwahrscheinlich. Aber heute sind wir dabei, hier beim Einstand in diese Serie. So sieht das aus. Grüße aus Brasilien, Junge. Brasilien, da ist noch hell. Und da ist auch wahrscheinlich wärmer und schöner als hier. Grüße, Grüße, Grüße. Guten Abend, guten Abend. Wackeldackel, Henry, Philipp, Knipser, Zwieback, Falk, Daniel, habe ich glaube ich schon gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Nick, Philipp, Luca Racing, Rinz, Davison, Talix, Kaliber, Steffen, Capitano, Felix, Marcel, Mono, Klinke, Alarmstissel, Leute, let's fucking go. Hans, was geht ab? Gromram, Jan, Ibsen, Bastian, Danny Racing, Alter, so viele Leute. Geil. Ihr habt Bock, Leute, ich merke das schon, das ist wieder ne, gutes Gefühl, Leute, hier. Wir haben Bock, auch wenn es noch früh in der Woche ist. Grüße aus Dänemark. Mittlerweile hier Mavix Worldwide, Mavix International. Sehr, sehr geil. Ja, Ferrari wird auf jeden Fall eine andere Nummer heute. Ist ein Auto, was ich noch nicht so oft gefahren bin. Bin ich mal im LFM Endu, sind wir, glaube ich, mal den Ferrari gefahren. Oder auch mal so im Daily einmal oder so. Also grundsätzlich schon ein Auto, was sich grundlegend anders fahren lässt als so McLaren. Aber es macht trotzdem Spaß. Ob wir damit wirklich competitive heute sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Aber grundsätzlich macht das Auto schon Spaß, würde ich sagen. Ne? Aber mal gucken. Ab jetzt in Englisch bitte. Ist so, Leute. Das können wir ja nicht mehr verantworten. Hier nur noch auf Deutsch. Wir müssen hier expandieren. Ist einfach so. Preisgeld weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das hier aufgeteilt ist. Keine Ahnung, Leute. Fragt mich nicht. So, ich gehe mal kurz hier zu dem Herrn Frank. Eder wollte ich schon sagen, ne? Aber wir sind mit dem Herrn Frank heute zusammen im Discord. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Die Leute schon vorgewarnt. Heute wird wild. Und ja, heute in einer anderen Leute. Konstellation auf jeden Fall. Die Leute sind das ja gar nicht mehr gewohnt, dass ich überhaupt mit heute, wem anders außer Noah fahre. Ja, heute gibt's die Bizeps-Kombi. Heute gibt's, ohne Scheiß Leute, heute gibt's die volle Dröhnung Oberarme hier für euch. Auf jeden Fall oder Chat sagt Hallo Max. Hallo zurück an Chat. Chat freut sich. Auch bezüglich des Autos. Also, die Leute haben ja, die stehen ja auf Abwechslung so ein bisschen hier ab und zu mal, ne? Ja. Haben so Bock drauf. Ja, ja. Ist genauso wechselhaft wie das Wetter wahrscheinlich heute hier. Also noch ist trocken, ich bin schon am Server. Ach, bist du schon? Ach jo, stimmt, ist ja ein anderer Server. Ja, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum sind so wenig Leute hier? Also, wollen wir mal rein. Ich weiß gerade gar nicht. Wir stehen, glaube ich, echt weit vorne. Ja, Boxenplatz 1, glaube ich. Boxenplatz 1? Ich glaube, ja. Alter. Ah, nee, doch nicht. Okay. Wir stehen aber doch ganz weit hinten. Perfekt. Auf Misano ist das gar nicht. Ja, obwohl auf Misano geht's eigentlich, weil du hast erstmal so diese Einfahrt und dann kommen erst irgendwann die Plätze. Ich kann aber joinen, ja. Okay. Ja, ich bin drauf. Du musst es joinen können. Ich tue es. Wir tun es. Martin, danke schön für den 8. Vielen herzlichen Dank, Martin. Nabend. So, wir gehen mal eben kurz hier rein, würde ich sagen. Und dann seht ihr. Also können wir mal so ein paar Namen hier durchgehen, weil es ist echt eine krasse Liga, was die Namen angeht. Wir haben natürlich hier wieder die üblichen Verdächtigen, ne, aus der Pro Series, aber auch Unicorns sind auch mit am Start. Whitehead mit am Start. Rennwelten mit am Start. Williams mit am Start. Mit wem fährt Dennis? Schöniger? Ja. Mit wem fährt denn der? Warte mal, ich kann ja nachgucken. We are looking, we are checking. Fiala. Boah, Alter, so ein krankes Team. Fiala und Schöninger, also schon knackig, ey. Castorino, Pertile, auch strong. Seville, G, Barrier, Arnold. Also, ich sag mal, von den Namen her ist das krank. Also, hier ist nicht ein Selbstläufer hier mal eben Top 5 fahren oder sowas. Da müssen wir schon richtig kämpfen. Hast du schon die BOP vorgewarnt? Nee, ich hab. Soll ich das mal eben. Ja, warte mal, ich muss mal eben kurz auf unser Auto hier gehen. Wo ist denn da? Ist unser Auto. Also, grundsätzlich wird es auf jeden Fall geil und sehr interessant, weil wir auch Reverse Grid und sowas haben. Also, alle, die noch nie das Format hier gesehen haben, es ist so. Man fährt am Anfang Quali, man qualifiziert sich ne, ganz normal mit einem 15-minütigen Qualifying. Und wenn du im ersten Rennen das Ganze auf P15, also zwischen P1 und P15, werden halt die Positionen getauscht im zweiten Rennen. Das heißt, du finishst als 15. im ersten Rennen, startest als Erster im zweiten Rennen. So, und wenn du Erster bist im ersten Rennen, startest du als 15. im zweiten Rennen. Das heißt, die kompletten Top 15 werden einmal umgedreht. Und das ist natürlich dann Garant für Action und Chaos wahrscheinlich. Aber das Ding ist halt auch heute, wir haben noch keine BOP hier drauf. Das heißt, das ist die Standard-BOP von Kunos. Und da wissen wir ja, dass manchmal es nicht ganz so gut gebalanced ist, wie wir das kennen. Von LFM beispielsweise. So, deswegen müssen wir halt gucken. Es kann sein, dass das eine oder andere Auto ein bisschen stärker ist und das andere eine oder andere Auto ein bisschen schwächer ist. Ich glaube, wir sind irgendwo in der goldenen Mitte, so würde ich sagen. Deswegen, also wir haben Chancen, hier ein gutes Ergebnis einzufahren. Gerade im zweiten Rennen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, im ersten Rennen irgendwo in den Top 10 bist, dann kannst du im zweiten Rennen halt was gut rausholen. Aber da müssen wir schauen, ne? Wir wissen ja in dieser Liga, also wer es verfolgt hat in der letzten Season, wir haben viel geplant, aber es kam immer anders. Eigentlich waren wir immer direkt tot. Ich muss vorab mich entschuldigen, wenn ich huste. Ich bin ein wenig krank. Also an deinem Chat. Ja. Dankeschön, Raphael, für den 12. Jubiläum. Ist so. Das kann nur Glück bringen. Good luck. Danke dir, Raphael. Sollst du mal bitte deine Real Head Motion Settings zeigen? Kann ich machen, warte mal. Real Head Motion.
Warte mal, wo habe ich denn hier Real Head Motion? Das müsste das sein. Hier Real Head Motion. Das sind meine Settings. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Settings hier. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Ob ich die damals mal von Shiro bekommen habe oder so. Ursprünglich habe ich die von Dan Suzuki genommen damals. Aber es kann sein, dass ich die mal irgendwann neu gemacht habe, warum auch immer. Und ich weiß aber nicht mehr, woher ich die habe. Aber das sind auf jeden Fall meine Settings. Oh, wir können sogar mit 50 Liter fahren, nicht 55. Das ist auch nice. Dann sind wir noch schneller. Dann gewinnen wir ja. noch schneller. So als wären wir so schnell. Es ist gar nicht die BOP, es ist unser Setup, was so viel Sprit hat. Das wäre schön. Jo. So nämlich. No problem, Jamin. Yeah, it looks like more like iRacing. Yeah, exactly. But I like it. Also für eine Stunde brauchen wir 99 mit Full Formation Lap und für Full Formation, ja, ich glaube, warte mal, was hatte Shiro denn gesagt? 97, glaube ich, müssten auch ausreichen. Also wenn wir jetzt mit 2,4 oder was rechnen oder was das waren. Ja, aber sollen wir wegen 2 Liter dann am Ende schützen? Ja, nee, safe. Also man nimmt 100 Liter mit und dann reicht das. Ja, oder je nachdem, wo wir halt stehen, würde ich halt, keine Ahnung, 98. Aber wie gesagt, die 2 Liter sind scheißegal. Ja. Quali fährt Max. Max freut sich schon. Ja, hey, alles gut. Also, wie gesagt, hier einfach pushen. Und gucken, was rauskommt. Einfach pushen, P1. Einfach pushen und einfach die Pole holen. Wer ist es ja auch gar nicht. Eigentlich also, einfach schnell fahren. Wer fährt denn hier auch schon mit? Ja, aber es ist... Ich meine, so welche Ligen sind eigentlich immer gutes Training. Weil auch wenn eine Pro-Series Training. Irgendwann... wenn du irgendwann mal in Split 1 fährst... du kannst dann, mich mal... dann kannst du dich dran gewöhnen, gegen diese Namen zu fahren. Du kannst mich mal... aber bald ist es ja soweit, Thomas. Bald kommt die Premiere in Split 1. Ich habe mich schon überlegt, ob ich diese Woche mal in Nürburgring reingehe. Ist ja 25-Minuten-Rennen. Boris, was geht? Ja, es ist. Wir haben ja schon mal darüber gequatscht oder geschrieben. Mit der BOP ist wirklich. Es ist auch einfach nur dumm, dass die Sachen nicht einfach so, sagen wir mal, mehr oder weniger übernommen werden. Und ich meine, an Daten mangelt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr, ne? Aber naja. Es ist, wie es ist. Man kann trotzdem geile Rennen haben, ne? Manchmal ist es halt nur ein bisschen lame, wenn du von vornherein schon weißt, dass ein Auto. Ich dachte schon, Max hätte in den Chat geschrieben, aber es war Maurice. M. Frank. Lei. Der Maurice. Moin, Jan, was geht ab? Haben sie alle Bock? Wird geil. Also ich hab von Anfang an gesagt, also grundsätzlich das Format ist darauf ausgelegt, sehr actionreich zu sein. Deswegen aus Content-Sicht ist das immer geil. Aber du musst halt Glück haben. Du musst halt einer der Glücklichen sein, die überleben. Sagen wir es so. Wenn du, also wie wir in der letzten Season, wenn du 2-3 Mal die Arschkarte gezogen hast, dann kann es auch schnell frustrierend werden, aber so ist es dann halt auch manchmal, ne? Siehst du irgendwo den Briefing-Channel? Den Briefing? Jo, stimmt, das ist ja Briefing. Ich weiß Special es nicht. Special Briefing, Rennuni-Briefing, Rennzeit? Warte, ne. Ne, Rennzeit ist es nicht, ne? Rennzeit ist es nicht, ne, warte mal. Zu einem so machen, so passt das eigentlich. Rennwelten E-Sports. Secrets Sprint, da sehe ich nicht. Ich sehe nur einen Voice-Chat. Perfekt. Ja, du musst ja auf Rennwelten online und nicht E-Sport. Ja, genau. Da bin ich jetzt gerade auch auf die Idee gekommen. was haben wir denn hier? Season Briefing, aber der Rennwelten-Season. Ist das das? Ah doch, warte mal, jetzt tut sich hier was. Da ist Sprint-Briefing, ja. Siehst du? Ja, bis gleich. Bis gleich. Julian, dankeschön für deine Mitgliedschaft. Was geht ab, Julian? Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr nice. Shoppy auch am Start. Was geht? Shoppy, geht's dir gut? Hast du Bock? Heute gibt es Doppelpack hier, Leute. Für alle, die sonst immer so ein einstündiges Rennen gewohnt sind, es gibt zweimal eine Stunde. Und doppelt hält, wie wir wissen, besser.
wie ist die Stint-Aufteilung? Also es ist eigentlich ein ganz normal GT Master-Style. Es ist aber so, dass jeder einen Rennstart fahren muss. Also Max wird den ersten Rennstart vermutlich fahren. Also Max fährt Quali, dann den ersten Rennstart. Dann gehe ich aufs Auto nach circa 30 Minuten. Und im zweiten Rennen fahre ich den Rennstart mit 100 Litern. Und dann fahre ich circa eine halbe Stunde und dann geht Max aufs Auto. Von daher, jeder hat hier circa eine Runde, eine Stunde Stint-Zeit bzw. Rennzeit auf beide Rennen gesehen insgesamt. Und den Rest warten wir dann mal ab, ne, was sich hier noch so ergibt. Geil, doppelt so viele Crashes. Wenn du noch den Multiplikator mit Reverse Grid reinnimmst, dann mal gucken. Dann vielleicht noch mehr. Mal gucken. Also, wird interessant. Aber das ist ja das Geile. Ich sag mal, Big Grid ist so die Königsdisziplin, ne? Also wenn du Big Grid überlebst, dann überlebst du alles. Aber hier ist es tatsächlich auch so, du musst das immer im Hinterkopf ein bisschen haben und du darfst nicht mit dem Kopf durch die Wand, ne? Sagen wir mal, wenn du jetzt, was weiß ich, im zweiten Rennen von P15 startest, weil du Erster geworden bist, es ist ein ganz schmaler Grat, sich durchs Feld zu arbeiten oder auch mal jemanden zu töten und dann eine Strafe zu kriegen und dann bist du irgendwie auch wieder ganz weit hinten oder du wirst getötet. Quali müsste, glaube ich, so in 15 Minuten anfangen, also oder in 14 Minuten circa, ja. Es könnte auch unter anderem regnen, also jetzt gerade sieht es zumindest nicht so danach aus. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Sonne mit ein bisschen Wolken, schnelle Strecke, 28:34. Aber die nächste Session ist am Sonntag um 16 Uhr und jetzt haben wir gerade Freitag 16 Uhr. Heißt, es kann sich da auch nochmal was tun. Ich weiß nicht, ob ich Regen gut finden würde, weil Regen auf Misano in so einem Format könnte dann nochmal wilder werden. Der Ferrari ist auf jeden Fall ein ganz eigenes Auto, so vom Fahrverhalten her. Aber grundsätzlich macht er ja auch Spaß zu fahren, finde ich. Ich finde, Misano ist generell so eine Strecke, da machen viele Autos Spaß. Also McLaren fahre ich hier sehr gerne. Ferrari fährt sich auch gut. Der ist nur ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen zickig auf den Curbs, der Ferrari. Also gerade diese Würstchen da, ne, die mag er nicht so gerne, da bounced er manchmal ein bisschen. Aber ansonsten, das wird. Es wird. Genau, Reifensätze sind auch begrenzt. Das müssen wir auch berücksichtigen. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 5 Reifensätze. Und jetzt gerade, ich glaube, Max ist gar nicht rausgefahren. Du hast dann für Qualifying noch 2 Reifensätze, die du verwenden kannst. Und dann fürs Rennen auch nochmal 2. Bedeutet, du kannst im freien Training hier quasi einen Reifensatz anfahren. Und hättest dann immer noch genug. Letztes Mal war es ja so, da hattest du nur 4 Sätze. Und das heißt, du bist hier, hast hier einen angefahren, einen Reifensatz. Und dann hattest du schon einen weniger und hattest nur noch im Quali, sagen wir mal, einen. Oder musstest dann hinterher einen gebraucht nehmen oder so. Von daher ist es schon ein spezielles Format. Aber ich finde es auch gut, wenn es mal ein bisschen anders ist. Kein RTG. Ja, das wird uns Max ja gleich alles erzählen. Weil Max ist ja gerade im Briefing. Und ja, das ist ja der Vorteil, wenn jemand anderes als ich im Briefing bin. Weil wenn ich im Briefing bin, ich vergesse die Hälfte wieder und dann, ja, dann haben wir den Salat. Ich habe heute mal wieder die große Flasche hier, weil heute wird ein etwas längerer Abend. Deswegen, da brauchen wir viel Wasser. Wahrscheinlich. Wo viel geschwitzt wird, brauchst du auch viel Sprit. Pack den BMW aus. Na, naja. Komm, jetzt sind wir schon mal im Ferrari. Ne? Ich habe euch übrigens noch gar nicht gezeigt. Pass auf, ich zeige euch mal, wie unser Ferrari aussieht. Denn wir sind heute zum ersten Mal auf unserer neuen Livery. Oder in unserer neuen Livery unterwegs. Im Ferrari. Der hat nämlich jetzt auch eine Livery bekommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hat Max nicht gesagt, wir sind ganz vorne? Er meinte wohl ganz hinten. Pass auf, ich zeige euch mal, was uns hier heute erwartet. Das ist unser wunderbares Kfz für heute. Die Green Mamba. Was würdet ihr sagen? McLaren lieber vom Design her mit Sprout Livery oder lieber den Ferrari? Ich finde, die tun sich beide nicht viel, ne? So grundsätzlich geil. Steht im Auto auch, finde ich auch. Ja, hier, ich finde das auch mit diesem
Diese Striche hier, diese Streifen, die finde ich schon ganz geil. So sieht das Ganze von oben aus. Hier unser... wir sind hier der Öko-Bomber hier mit unserer Sprosse. Kann man sich dran gewöhnen. Felgenfarbe. Stimmt, die hätten wir schwarz nehmen müssen, wa? Ich bin auch generell mal irgendwie ein Freund. Aber ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus. Ich meine, solange sie jetzt nicht weiß sind. Hoch wie ein Bus, ja, der ist auch gerade aufgebockt. Max ist wahrscheinlich gerade noch am Schrauben. Da sehen wir das schöne Ding doch. Solange er nicht mit E10 fährt, ist alles gut, ne? Also wir haben den Ferrari ja nicht ausgewählt für uns. Also wenn Noah und ich hier mitgefahren wären, hätten wir wahrscheinlich den McLaren genommen. Aber Patrick und Max haben sich für den Ferrari entschieden. Und deswegen fahr ich hier heute den Ferrari. Ich habe gerade meine Maus weggeschmissen. Das war nicht so intelligent. Alter, was ist los mit mir hier? Mavix, konzentriere dich jetzt mal. Ich muss mal meine Maus holen. Moment, Leute. Bin doch sofort wieder da. So. Habt ihr noch was? Also grundsätzlich kann ich sagen, der Ferrari ist, was Gas geben angeht und auch was Bremsen angeht, einfacher, ein bisschen einfacher als der McLaren. Da muss ein bisschen gefühlvoller sein, weil du kannst hier die Gänge, das ist das Krasse in diesem Auto, du kannst die Gänge wirklich komplett runterballern und einfach komplett in die Kurven reinjieten. Guten Tag. Kann ich den Mainstream ja auch mal anmachen, nachdem das hier fertig ist. Hast du denn irgendwas Wissenswertes mitgebracht aus dem Briefing? Nur, dass wir Boxenlinie aufpassen sollen und wenn kein wir... RTG, ne? Wie bitte? Kein RTG, glaube ich, oder sowas, ne? Kann das sein? Boah, das haben die gar nicht angesprochen. Haben die das nicht angesprochen? Weil es wurde vorhin bei mir im Chat geschrieben, kein RTG. Ich gehe mal kurz zu Maurice und frag den. Das, wenn er noch da ist, dann wäre das Giga. Oh. Ja. Nicht, dass wir jetzt hier, ich meine, das ist natürlich, du verschenkst eine ganze Runde so im Endeffekt. Deswegen ist es wichtig. Noah, was geht? Jo, stimmt, letzte Season war das so, ne? Letzte Season war das so. Ja, schauen wir mal, was der Maurice sagt. Ja, kein RTG. Gut aufgepasst. Ey, ich hätte das auch nicht gewusst und ich hätte nicht mehr dran gedacht. Huch, Strudel, grüß dich, was geht? Noch nicht mal, ich hätte wirklich nie auf dem Schirm gehabt, also dann wäre unser Quali vorbei gewesen. Also müssen wir das mit einkalkulieren. Dann nimm, keine Ahnung, nimm 3 Liter mehr mit oder sowas, ne? Ja, habe ich gemacht. Kann ich die Boxen einfach auch mal üben. Habe ich genau einmal gemacht. Die ist nicht so einfach. Bei mir ist immer das Ding so, ich fahre entweder innen oder außen gegen die Wand. Und wenn du innen gegen die Wand fährst, dann fährst du auch außen gegen die Wand. Das ist das Problem. Ja. Das ist so eklig. ACC Drive, sollen wir da eine Session machen? Hast du das überhaupt? Ich hatte es mal. Ich habe ja einen PC neu aufgesetzt. Ich guck mal gerade. Wenn es nicht installiert hat, ist egal. Aber ich war jetzt gerade offen, oder? Also ich habe es nicht installiert. Das. Okay. Nee, dann ist alles gut. Dann machen wir das nächste Mal oder so. Ja. Im Ferrari fährst du normalerweise TC5 irgendwie ab TC5 aufwärts. TC5, 6, 8, irgendwie sowas in dem Dreh. Also niedriger gehst du eigentlich kaum. Kann sein, dass es da Ausnahmen gibt auf der einen oder anderen Strecke. Aber die TC in dem Ferrari ist halt so gut, dass es sich kaum lohnt, irgendwie niedriger zu gehen. Also, ich meine, man kann am Ende des Tages das fahren, was man will, so, aber es ist auch immer die Frage, so, was zahlt sich wie aus, ne? TC1 heißt nicht automatisch, dass es besser ist als TC5. In anderen Autos ist es so, weil wenn du in anderen Autos TC5 fährst,
dann ist es sehr, sehr konservativ. Was denn mit deinem Pedal? Ach, meine Pedale, meine Dings sind gar nicht an. Gut, dass er sagt. Meine Scheinwerfer. Moin, Bretterbude. Ich geh mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Yes, mach mal. Ich habe übrigens auch die Sättigung ein bisschen hochgestellt. Ich glaube, die habe ich jetzt auf 113%. Ich finde, das siehst du bei dem Grün richtig krass jetzt hier, ne? Das ist richtig knackig. Und dieses Rot auch hier auf der Strecke. Der gute Fußcontent. Ja, jetzt habt ihr endlich wieder euren Fußcontent. Ist so. Sehr teurer Fußcontent hier. Servus, Lil Kennedy, Michael, moin, 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 moin. Sehr schön, dass ihr am Start seid, Leute. Das ist sehr, sehr geil. Alle, die vielleicht die zum ersten Mal jetzt hier in diesem Format am Start sind, wir haben zwei Rennen heute. Bedeutet, es gibt ein Qualifying, dann gibt es 2x60 Minuten. Und das Spezielle ist quasi, dass im zweiten Rennen, also im ersten Rennen machen wir ganz normal Fahrerwechsel, nachtanken, ganz normal alles mit Reifenwechsel und so weiter. Im zweiten Rennen musst du mit Volltank losfahren und du kannst nur Fahrerwechsel machen und darfst keinen Reifenwechsel machen. Das heißt, ich bzw. der zweite Fahrer im zweiten Rennen muss auf gebrauchten Reifen losfahren und es ist noch Reverse Grid im zweiten Rennen. Bedeutet, wenn du 15. wirst im ersten Rennen, startest du im zweiten Rennen von der ersten Position und andersrum. Wer erster wird, startet als 15. im zweiten Rennen. Also das wird insgesamt heute sehr viel durcheinander, sehr wild und hoffentlich im positiven Sinne ein positives Chaos, wenn es das gibt. Also Chaos ist halt immer so, ne, wenn du der Leidtragende bist, dann ist scheiße, aber manchmal, Alter, musst du einfach ein bisschen Glück haben. Wenn es gerade Freitag, dann ist Sonntag. Also ja, ich weiß, springt zwei Tage weiter, ja. Boah, weiß ich nicht. Aber zumindest kommt jetzt gerade die Sonne raus. Ja, toll, aber in zwei Tagen ist sie auch wieder weg. In zwei Tagen, meinst du, Italien gönnt nicht, oder? In drei Minuten wissen wir mehr, Max. Was soll ich dir sagen? Digga, Marc, was tust du mir an? Willst du nicht nach Qualifying fahren? Ja, du wolltest hier mitfahren, was soll ich dir sagen? Ich bin hier nur Gast heute. Ach so. Ich bin nur Gastfahrer im eigenen Team. Du bist Gastfahrer, jau. Der Gastfahrer heute bist du mal hier. Der Praktikant. Heute bin ich der Praktikant, genau. Was ist deine PB mit dem McLaren mal so zum Vergleich? Kannst du halt schwer vergleichen. Also die verschiedenen Rennen kannst du jetzt sowieso schwer vergleichen, weil zum Beispiel, wo wir Pro Series gefahren sind oder so, hattest du auch andere Temps, meine ich. Aber der McLaren ist hier dezent schneller auf jeden Fall als der Ferrari auf die einzelne Runde gesehen. Also McLaren, mit der alten BOP war es gut. Selbst da war der McLaren schon ein bisschen stärker, würde ich sagen. Aber jetzt mit ohne BOP quasi, hast du den BMW auf jeden Fall, der stärker ist. BMW, keine Ahnung, was die für Zeiten fahren können. Aber ich glaube, Nils ist mal eine 31.7 oder so jetzt gefahren. Und 31.7 ist halt schon gigaschnell. Und ich glaube, McLaren ist eine 31.8 gefahren oder so. Und ich weiß nicht, wo der Ferrari da liegt. 32.2. Ja, also ich sag mal, ich glaube eine 0 oder sowas kannst du bestimmt hier mit dem Ferrari auch fahren. Sagen wir mal, das sind 2/10 oder so. Irgendwie sowas. Aber wie gesagt, das it is what it is. Wir machen das Beste draus. Und vor allem, das Auto fährt ja an sich gut. Also es macht ja schon Spaß. Ist eigen. Also ich musste mich die ersten Minuten erstmal echt dran gewöhnen, weil du gehst aufs Gas und das Auto, das lenkt quasi, also du musst die Lenkung fast gerade machen die ganze Zeit so und aufpassen, dass das Auto nicht zu viel rotiert auf dem Gas. Weil wenn es zu viel rotiert, dann schaltet die TC viel ein und dann verlierst du Zeit. Ja, das ist eigentlich so. Und du kannst übelst krass bremsen und runterschalten, ne? Also du kannst in den ersten Gang gehen und du denkst, das Ding fliegt dir gleich um die Ohren, aber genauso muss das Ding fahren. So, dann machen wir mal hier so. Olaf, danke schön für den 8.
viel Glück und feines Reinschwitzen. Das ist natürlich, seid ihr was anderes gewöhnt, gewohnt? Nein, seid ihr nicht. So, wir haben noch 30 Sekunden. Und Max freut sich wie ein Schnitzel. Übrigens, Max, wir stehen nicht ganz vorne, wir stehen ganz hinten. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Ne, mir ist gerade nur auch aufgefallen, dass mein Headset halt leer ist und ich jetzt das Ladegerät finden muss. Der Vorteil ist, ja gut, ich sag mal, es ist halt relativ warm. Deswegen ist es eigentlich sowieso egal. Das ist unsere Livery. Sieht schon sick aus. Bin ich ehrlich. Genau, heute sind wir im Ferrari unterwegs. Und du darfst halt nicht shortshiften in diesem Auto, ne? Shortshiften ist auch, der hat keine Power beim Shortshiften. Der will gedreht werden, der will geballert werden. Andi, dankeschön. Für den zweiten. Servus Mavix, macht geile Streams und Videos. Wirst du Le Mans Ultimate auch spielen? Aber selbstverständlich. Das ist ja, ich habe ja auch schon ein Video gemacht generell zu dem Simracing-Jahr 2024. Es wird ein geisteskrankes Jahr, was neuen Content angeht. Aber die Frage ist auch, wird's guter Content, ne? Deswegen, ich werde alles mal testen. Und dann, es ist trocken. Oh, guck. Geil. Guck an. So, ich kann dir, warte mal, ich sage dir, es ist optimal, 29,35, also eigentlich alles so wie eingeplant. Let's go. Warum stehen wir denn so weit hinten, Marco? Ja, weiß ich auch Hallo. Nicht, nur weil du zu spät gejoint hast hier, Mensch. Hättest du nicht einfach mal früher was sagen. Ist so, hättest du den Noah und den Mavix vom Duo Cup gemacht. Ist so. Einfach in der falschen Reihenfolge joinen und sich dann beschweren, warum Entry List kaputt ist. Let's go. Dann wär's ein kurzer Abend geworden. Hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt. Hochmotiviert. Max, E-Sportler, weißt du, hier. Ich bin kein E-Sportler, ich bin Hobbyfahrer. Ihr seid die E-Sportler. Ja! Das muss einer klippen, ja, dann an Sprout, Ad, keine Ahnung was, Bumsmail schicken. Der einzig wahre E-Sport ist Flo Dürkopp. Das ist der einzig wahre E-Sportler. Oh, jetzt kommen die Fronts hier gegen die Ex-Teammates oder so. Nein, das ist kein Front, das ist ein Running Gag zwischen uns. Achso. ACC Drive ist an, aber da Max jetzt gerade. Also hier ist es an, ich hab's hier. Ich muss halt immer anklicken, so, sonst verschwindet's hier gerade. Warte mal, Hotlap, AOD. Halt in Menu habe ich nicht an. Egal. Es ist auf jeden Fall an, wenn ich fahre, dann ist es auf jeden Fall an. Oder ich lasse es jetzt so für euch. So müsst ihr auch passen. Also ist auf jeden Fall ein guter Train vor dir. Wir machen jetzt alle ein bisschen langsam. Die Namen unten links kann ich ja natürlich anmachen. Ja. Wenn du irgendwas wissen willst, sag einmal Bescheid. Ich mute mich mal. Wie fährt man hier schnell? Warte, ich kann dir mal eben Track Guide schicken. Von Noah oder von mir? Ich glaube, meiner ist uralt. Ich hab mal ein Misano-Video. Ich glaube, das war irgendwie, wie fährst du 1,33er Zeiten? Aber ich glaube, den kannst du nicht gebrauchen heute, oder? Ja, stimmt, letztes Auto. 1,33er Zeitung, dann bist du heute hier letzter, das sag ich dir. Hallo, wer sagt denn, dass ich überhaupt 32er fahre? Doch, ich bin Believer. Chat ist auch am Believen, deswegen kann ich schief gehen. Let's go! Go! Chat, belieft ihr? In den Max. Max muss mehr in sich belieben, Leute. Ja, Capitano ist sowieso nie am Believen. Wir brauchen hier maximales Vertrauen, Leute. Maximales Vertrauen. Tiefe 32er, vermutlich wird hier eine tiefe 32er die Polezeit sein. Ja, das denke ich auch.
Ich sage, Max fährt eine. Boah, ich will keine Prognosen abgeben, ne? Das ist immer gemein. Max Power ist so. Max Vertrauen, Max Power. Max Push. Quali immer so nervös, wenn so 1000 Leute dazu gucken. Ich bin gerade eh auf einem anderen Auto, also mach entspannt. Ach, du hörst mich sogar. Ich höre dich, ja, ja. Oh, okay. Sollen wir das mal sagen? Ach, Max sind übrigens keine 1000. Sind 2. Na, siehst du, ist die 33er schon mal. Hätte mein Guide gar nicht gebraucht. Ja, es ist wild, Leute. Es ist echt wild, ne? 2000 Zuschauer. Mittlerweile, Ich will eigentlich gar nicht, dass ich das, dass das normal ist, so. Also, einerseits ja, natürlich. Am liebsten 100.000, so. Jedes Mal. Aber es ist auch jedes Mal wieder krank, wenn man drüber nachdenkt. Also, es wird ein wildes Format heute hier, genau. Also, ihr kommt auf jeden Fall, was die Action angeht, hier auf eure Kosten. Das kann ich schon mal sagen. Viewer. Einfach mehr als Sky, wenn Formel 1 läuft. Okay, die haben ein paar mehr. Aber da arbeiten wir drauf hin, Leute. Da kennen wir nichts. Spitzenzeiten auf Misano, bei den Temps 32 niedrig ist schon sehr, sehr, sehr schnell. Also 32 niedrig, also ja, 32,3 oder sowas wird bestimmt hier die Polezeit werden, würde ich jetzt mal so grob sagen. Was fahren die denn hier vorne? Kann es euch sofort sagen. Also Max ist jetzt gerade 5 Zehntel knapp hinter der Pole. Bedeutet, ja, eine Punkt 4. Eine Punkt 4 ist jetzt hier die Bestzeit. Und da gehen bestimmt noch 2 Zehntel oder so und dann hast du hier eine Punkt 2. Krass, dass das noch gültig war. Oh, Juli, danke für den Raid. Vielen Dank. Ich werde irgendwann noch mal eine Mozart Bass bestimmt mal fahren. Also ich bin da schon mal eine gefahren am Schreibtisch. 32,2. Beste Leben. Jonkers, einfach ein Macher. Aber man muss, wie gesagt, also BMW wird heute hier sehr, sehr stark sein. Sehr stark. Sehr stark. Ob man hier eine Community Livery machen kann, weiß ich nicht. Das ist halt auch immer abhängig von den Sponsoren, was die dazu. Also, wenn zum Beispiel mit so einer Livery irgendwie Scheiße gebaut wird oder so, dann, und da stehen die Sponsoren drauf, so, wisst ihr, was ich meine? Dann ist das immer so eine Geschichte, worauf man halt achten muss. Aber keine Ahnung, ich kann es ja mal an Shiro weiterleiten, der es jetzt eh schon gelesen hat. Ja. Sponsoren ist halt immer so ein Thema. Trotzdem vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich sehe jetzt deinen Sprit nicht, aber denk dran wegen Box, ne? Nächste Runde muss ich rein. Die Runde geht noch. Okay. Nein, verbremst. Dann kommst du diese Runde an die Box? Ne, nächste. Okay. Je nachdem, wie es Delta halt jetzt gerade ist. Also wenn jetzt Delta scheiße ist, kommt sie jetzt schon? Ja.
Willst du eine Runde fahren, oder was? Nee. Jokas ist übrigens ganz entspannte 32-2 gefahren, also. Aber es war ja von vornherein klar. Sind aber sehr knappe Abstände nach vorne. Also wenn du eine Zehntel findest, könntest du direkt 5 Plätze oder so nach vorne kommen, ne? Eine Zehntel ist halt. Ja, ich geh rein. Ja. Ja. Set up League. Also wenn du eine Zehntel findest, dann bist du auf P7 wahrscheinlich irgendwo in dem Dreh. Also der schnellste Ferrari ist auch genau eine Zehntel vor dir, wenn du so willst. Okay, ja, ich schau mal, ob ich's noch... Fleischer und Allen, also Veloce ist da und Leon Bernd ist eine 717 gefahren, also eine halbe Zehntel vor dir. Ja, ist sehr, sehr eng alles. Also von P4 bis P10 sind es 2 Zehntel, wenn du so willst. Ja. Jetzt bin wieder absolut schwitzig hier, wenn man die Zeiten sieht, ne? Die Abstände vor allem. Ja, es ist krass, ja. Aber es ist ja mittlerweile immer so. Man gewöhnt sich da aber echt krass dran, finde ich. Also früher war das so, da hast du immer noch so ein bisschen Luft. Da konntest du sagen, okay, hier und da, wenn du mal eine Zehntel nicht hast, so, dann ist nicht so schlimm. Aber mittlerweile, wenn man sich so einmal daran gewöhnt hat, dann ist man auch mehr in diesem Modus, okay, ich rufe das jetzt ab. Und dann, also dann gewöhnt man sich da halt dran, das abzurufen. Aber dafür ist es ja auch gutes Training. Ich hätte gerne Bob. Ja, nächstes Rennen. Wie es dann aussieht. Nächstes Rennen dann wahrscheinlich. Du hast auf jeden Fall einen Gigaspot. Also vor dir weit und breit nichts, hinter dir auch nichts. Whisky! Da ist er wieder! Der Daily Whisky. Vielen herzlichen Dank für die 5. Du Ehrenmacher. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Whisky. Das ist überragend nett von dir. Von dich. Mein Rick ist nicht Alexa gescheuert? Nee. Ja, ich mach Marco gleich. Und Patrick mach ich nur selber. Muss nicht das Qualik konzentrieren. Der Ehrenwhisky ist so. Was geht, Henry? Ah. Das war gar nichts. Aber auch die erste Runde. Achso, 2 Runden. Jo. Ja, der Kanister wird immer ausgepackt, wenn es mal ein bisschen länger wird, ne? Weil ich habe noch nicht meine großen Trinkflaschen. Ich habe nur die kleine für so Sprintrennen und so. Da reicht mal so ein halber Liter. Aber bald kommen die etwas größeren Flaschen auch. Okay, grüß dich. Servus, Snake. Ganz nah am Das Ort war weg. Close. Aber egal, gut.
Minimal verloren, aber ist noch ein bisschen was drin. Sebastian, danke schön für den 10. Viel Glück für heute und natürlich auf die nächsten 10 Monate. Let's go. Dankeschön, Sebastian. Ich glaube auch, mir liegt am Gartenstuhl. Ah, da ist er. Es ist auf jeden Fall noch Zeit in der Runde drin. Also ich sag mal so anderthalb Zehntel hat er da auf jeden Fall noch drin. So eine Punkt, niedrige Punkt 6. Martin, dankeschön für den 2. Viel Glück. Let's go. Oh, 2 rauskommen, schade. Ah, verkackt. Da, Schokolade. Ich sag mal so 2 Zehntel. Hättest du da bestimmt noch drin gehabt in der Runde, anderthalb, wa? Oh. Schon. Ja, du kannst doch mal Boxen einfach düben. Ja. Aber die Ferraris sind alle relativ eng beieinander, also die sind nicht weit weg. Ja, wie gesagt, eine Zehntel halt, nur eine Zehntel. Bester Ferrari ist auch P9. Ein Zehntel oder anderthalb hätte ich vielleicht noch drin gehabt. Ja, ja, eben. Und da wärst du genau auf der Zeit von den Ferraris gewesen. Und den anderen. Aber man muss halt auch durchkriegen, ne? Das ist absolut richtig, ja. AMG ist aber auch strong hier, muss man sagen, ne? Ja. Also was heißt strong? Ich glaube, hier Schöninger und so, die bringen, die holen auch immer das Maximum raus. Erstaunlich viele AMG. Wo sind denn die ganzen McLarens hin? Die hätte ich tatsächlich ein bisschen stärker eingeschätzt. Sehr ja gut, Murphy. Oh. Gut, dass ich den nochmal geübt habe. Malinowski und Jardy im BMW unterwegs. Auch wild. Krass. Oh. Marco und Ticken lauter. Mich mit. Achso, ja. Muss man immer so ein bisschen gucken bei Discord. Mach schon. AMG wird im, genau, AMG wird im Rennen so ein bisschen problematisch mit den Reifen wahrscheinlich werden, wenn es warm wird. Das haben wir auch schon mal bei Whitehead gesehen. Und da können wir vielleicht ein bisschen punkten. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie stark BMW sein wird. Weißt du, neben wem wir starten, Max? Lass mich raten, neben Barrier? Ja. Ist ehrlich? Ja. Der ist auf 13, wir sind auf 14. Ah, let's go! Ja, schauen wir mal. Weiß ich halt nicht mal, warum. Also, egal, scheiß drauf. Ich sag nichts und. So, wir wollen uns jetzt einfach konzentrieren auf den Rennstart. Jo. Es wird alles gut am Ende des Tages. Ich mach das so sehr, also den Mittelweg, ne? Vom ja, ja, genau. Für das Rennen würde ich sagen, ja. Hallo? Marco? Ja, bitte? Ich glaube, wir hatten Disconnect, oder? Du hast keinen Disconnect. Bist du sicher? Also bei mir stehst du in der Startaufstellung. Nee, ich bin mir auch, aber bei mir waren ja kurz alle weg. Nö, bei mir stehst du. Bei mir stehst du auf Fahren und ich bin verbunden. Okay, bei mir war gerade ganz kurz alles weg. Nee, aber du kannst, bist du denn ganz normal noch im Setup und so drin? Kannst du da rein? Ja, ich sehe die anderen auch, aber ich bin gerade. Ja, nee, alles gut. Mach keinen Scheiß. Naja, ich. Max ist offline. Dein Stream vielleicht oder was? Ja, mein Stream war kurz offline. Ja, deswegen meine ich ja, ist gerade ein bisschen scuffed. Ja, nicht, dass dein Internet gleich, ich weiß, du hast ja schon mal Probleme mit Verbindung, oder nicht? Nee, seitdem ich bei Telekom bin, nicht mehr. Ja, Telekom deswegen ist eigentlich, muss man eigentlich believen, ne, in Telekom, aber ich sag, heutzutage ja. Sage ich, ich lobe keinen Anbieter mehr.
Naja, wir beten mal, dass es klappt, sonst war es ein kurzer Abend. Ja, genau, also Setup lassen wir so, kannst du schon mal nachtanken auch. Wie viel brauchen wir für eine Stunde? Knapp 100 Liter, dann 45 Liter ja, nachtanken circa, ne? Ja, ich habe jetzt mal 50-50 einfach. Die Frage ist ja auch, hier ist immer Strategie auch wichtig, wegen Undercut. Also Undercut hat dir letztes Mal sehr gut funktioniert. Also für 30 Minuten bei 2,38 Verbrauch brauche ich Minimum 48 und Full Formation Lab 53, dann nehme ich 53. Nimm 53 mit und mach bei mir dann irgendwie, keine Ahnung, 46 Liter Nachtank oder so ein Bums, ne? Ja, oder? Ich lasse jetzt auf 50 stehen, ich kann es ja anpassen. Ja, genau. Drücke habe ich übernommen, 29 Grad passt. Ja. Rake haben, also ein bisschen Ding haben wir ja gesagt, Mittelweg. Passt. Stimmt, Karls Kass habe ich auch leer. Seitdem der bei Ferrari eSports ist, siehst du ihn auch nirgendwo mehr, ne? Also so richtig. Ist mir auch aufgefallen. Pro Series hat er auch an den Nagel gegangen für diese Season. Ja. Stimmt, Leute, ich habe ein neues Profilbild. Für alle, die oder alle, die, denen es noch nicht aufgefallen ist. Modernisiert nennt man das. Ich habe es einfach mal geändert, weil ich dachte mir so, komm, das Logo ist halt schon, das habe ich damals in Paint oder so irgendwie gebastelt. Dieses rote Mavix-Logo mit den zwei Fahnen. Deswegen habe ich jetzt einfach so ein bisschen moderner gemacht, ne? Einfach mal gestern wilde, kreative 2 Sekunden gehabt und direkt mal Logo geändert. 70% Oberarm ist so, könnte auch ein Fitnesskanal sein. Deswegen habe ich die Flagge eingebaut. Du spottest, ja? Ich spotte, ja. Ich halte dich auf dem Laufenden. Möglichst besser als ich. Meinst du vom Paul Ricard? Ja, ja. Ich lass mir nicht, ich kenne das mit dem Chat, wenn die einen wieder ablenken wollen. In der Startphase. Nee, alles gut. So. Kriegen ich wir hin. Ich nehme Reifensatz 3, ich gebe dir dann gleich Reifensatz 4. 53 Liter. Stimmt, das mit den Reifensätzen, das ist auch, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Hab dich direkt dran ausgewählt und gebe dir Reifensatz 4, der ist auch unverbraucht. 8 Sekunden. Jo, ich bin schon im Grid. Achso, bist schon im, okay. Let's go. Warum steht bei mir Grip Green? Das stimmt doch gar nicht. Okay, der hat ja gerade keine Daten hier, deswegen. Okay, aber scheinbar, oh, ich muss hier meinen Screen noch ändern. Oh. Klappt alles? Ja. Ja, cool, ruhig. Leute, ich bin kein Profi-Streamer. Ruhig, Leute. Dafür Profifahrer. Was für Profi, weil ich bin 14. Marco. Ja, das ist halt hier Understatement. So, erstmal, weißt du, erstmal nicht die Zuschauer schockieren hier direkt mit diesem Einstand jetzt hier. Ne? Wir müssen erstmal langsam reinkommen. Und dafür, weißt du, paar Tage bin ich jetzt auch schon dabei. Dafür, das war eigentlich schon aufs zweite Rennen so eine taktische Vorbereitungsmaßnahme hier, weil, weißt du, guck mal, jetzt sind wir so P14 rum. Und dann kannst du nämlich aus Reihe 1 starten hier im zweiten Rennen. So ein Ding ist das nämlich. Naja, dann darf ich und aber dann fährst du vorne weg. Fahren. Dann fahren wir vorne weg. Marco, immer noch sei leise, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Zähneweise werde ich hier wieder unterdrückt, ey. Ja. ich fahre die Serie nicht immer mit, nein. Also ich habe heute gesagt hier, ich würde sehr gerne mitfahren, weil contentmäßig ist die Woche nicht so viel. Und Patrick hat gesagt, let's go. So kannst du gerne machen. Normalerweise fahren Patrick und Max die Serie hier zu zweit. Und ich bin hier jetzt Aushilfe und fahre vielleicht nochmal ein Rennen oder so mit irgendwann. Aber sonst die beiden. Genau, man muss der Konkurrenz auch nicht direkt verraten, was in diesem Auto jetzt hier möglich ist. Genau, das war meine Intention. Richtig. Hast du gut gemacht, so eine 10 hinter dem besten Ferrari. Ich wäre gern der beste Ferrari gewesen, wenn ich die Runde zusammenbekommen hätte. In der einen Kurve, also oder im ersten Sektor, da hat es ja gefühlt noch eine Zehntel drin oder anderthalb fast. Ja. Das, ich bin ja kein Profi, so wie ihr. Ja.
Kommt alles, kommt alles. Nein, ich sag Max nicht, dass wir 2500 Zuschauer sind. Leute, man muss nicht noch Öl ins Feuer gießen hier. Aber ich grüße euch alle, euch ganzen 2500 Spitzer jetzt hier. Auf ein gutes Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne schon mal ein Däumchen da und ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid. Und dann gehen wir rein in eine Stunde Misano, Rennen Nummer 1. Und danach gibt es noch ein Rennen Nummer 2, auch nochmal 16 Minuten. Let's go! So, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich sag dir dann einfach, wo was passiert. Jo. Und du musst einfach genau das Gegenteil tun. Okay. Alles clean bis jetzt. Clean neben dir. Sehr schön gemacht. Wenn der BMW nicht zur Kacke rausgekommen wäre. Ja, pass auf, hinter dir der Aston. Der attackiert. Vor dir ist auch wild, da gehen sie 2 wide, 3 wide teilweise. Okay, hat sich alles ein bisschen sortiert. Schöne Startphase aber. Wild. Ja, ich gehe ein bisschen defensiver an die Sache ran. Ja, die fahren da vorne 2 wide nebeneinander. Pass auf, die werden gleich langsam werden vor dir. Mhm. BMW ist langsam außen. Oh. Ja. Boah, hinter dir. Puh. Ich komme nicht hier aus dem Sack, wenn die vor mir so kacke machen. Oh, junge Arnold hinter uns. Das ist halt der Kamerad von Barrier, ne? Ja. Ich wollte es nicht sagen. Aber wir leben. Tatsächlich. Mir kommt es vor, als ob wir irgendwie 2-3 Positionen gewonnen haben, aber wir sind plus minus 0. Ja, halt ehrlich. Ne, starker du hattest einmal 2 Positionen weiß ich gewonnen. Jetzt nicht. Glaube ich. Oh. Ja. Boah, Junge! Alter, ich glaube, er hat die Lenkung so ein bisschen. Ehrlich? Ja, ich glaube, er hat die Lenkung ein bisschen aufgemacht, aber. Boah, sonst ja, hätte sie ihn, glaube ich, ganz leicht berührt. Ganz ehrlich, war aber so weit innen von der Kurve. Ja, du. Ich habe nicht mal zu spät gebremst. Ja, nee, du hast optimal gebremst, aber ich glaube, er hat ein bisschen früh gebremst. Also, sorry an den BMW. Ja, vielleicht ruhig weiter, aber Alter, wie früh willst du bremsen, Bro? Ja, alles gut, weiter geht's jetzt. Er hat mitgespielt, war unser Glück, war sein Glück. Also du hast die Vorsicht, Achtung, Lambo. Ja, eben. Sich. Ja. Sind sehr langsam. Ach du Scheiße. Ich will das alles nicht. Lambo ist sehr langsam. Achtung, Lambo neben dir noch. Jo. Und vorbei. Bis vorbei. Nice. Sehr schön gemacht. Junge, das ist aber auch alles irgendwie eine wilde Geschichte heute. Hier habe ich so viel versprochen. Nee. Bin nervös. Das Bein zuckt. Boah, also wilde Geschichte. Die werden auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden haben. Aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Hast du gehört? Wie bitte? Wir haben auch nur 2 Warnings. Haben wir? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich wusste noch nicht mal wo, weil es sah alles bisher clean aus.
Naja, aber sieht wirklich sehr gut aus. Also, ja, also drei Positionen in den ersten drei Runden gewinnen auf Misano ist schon mal sehr viel wert. Siehst ja auch direkt, wie die Lücke aufgegangen ist nach vorne, ne? Ist krank. Geisteskrank, ja. Oh, dann ist es früh. Also bester Ferrari ist jetzt 1,5 Sekunden vor dir. Check. Boah Junge, was ist der Lambo denn so schnell? Ja, ja, Lambo ist auch schnell. Michael, danke fürs Follow. Ah, der hat irgendwie minus 40 Kilo oder so bekommen hier, ne? Ja, aber nicht, also die LFM-BOP hatte mir auch nochmal 40 Kilo gegeben gehabt. Da war er halt bodenlos. Aber ich weiß nicht, ob der ja, jetzt gerade... Ich weiß jetzt nicht, wie stark der ohne die nochmal plus, also minus 40 Kilo. Ja. Oh, hat er mich rausgeworfen? Ne, perfekt. Hallo Michael, moin moin moin, moin Marco. Also wilder Start, bin ich ehrlich zu euch. Nein, der Quersteher. Wenn du den hast, dann brauchst du erstmal 13,5 Werktage, bis das Auto wieder geschwindig ist. Ja, ja. Dann muss er mal kurz überlegen, ob er noch ein Pferd ist oder. Ah, ja. Oder ob er schon ein Esel ist. Oder ein Goldfisch. So, Yellow Flag war hinter uns. Murphy ist eine 92.7 auf entspannt gefahren. Ah, da war die erste Warning. Gerade. Ja, wenn ich Noah schon ersetze, dann richtig, oder? Meinst du 1-2-1 alles übernehmen? Ja, 3-4 Warnings kann man schon holen. Tu das bitte nicht. Jo, der Lambo ist weg hinter uns. Wo ist denn der hin? 3 Sekunden Lücke nach hinten. Max, du kannst dich entspannen. Unschuldig. Mach einfach ein bisschen Hotlappen. Das kannst du gut. Ja, nur ein Qualifying nicht. Ja, dafür hast du jetzt umso mehr Zeit. Also noch 20 Minuten. So ein Träumchen. Perfekt. Die Reifenanzeige, die stimmt so nicht, weil Max nicht mit ACC Drive verbunden ist. Ihr seht ja auch keine, also ihr seht schon eine Temperatur und alles, aber die ändert sich ja nicht. Fürs nächste Rennen gibt es kein Quali, nein. Hier wird dann die Position von dem Rennergebnis genommen. 32,6, Junge! Das war gerade noch nicht mal Quali-Pace. What the fuck? Andreas, moin. Ein Mittelweg fühlt sich zumindest jetzt noch gut an. Sieht auch gut aus. Oh jo, so viel dazu. Also, wenn wir mal gucken, was da vorne abgeht. Das Ding ist halt, wenn ich hier hinklicke, der verschwindet ACC Drive. Egal. Das Feld ist ein bisschen auseinandergezogen, aber P1, 2 und 3 sind. Na okay, P1 und 2 sind noch relativ nah beieinander. Malinowski BMW sieht doch irgendwie falsch aus, ne?
Mann! Gibt die Kurve einfach nicht. Irgendwelche Strafen werden auf jeden Fall gerade schon verteilt. Ja, Report müssen wir selber im Discord, falls wir irgendwas haben. Ja, bei uns war ja alles clean. Bis auf meine Dive, ja. Warte mal, die gucke ich mir mal eben kurz an. Ich schau mal, was da abging. Moment. War das Runde 2, ne? Mhm. Oh nein! Ah. Das hat viel Zeit gekostet. Ich meine, du hast schon sehr spät gebremst. Junge, aber das war die cleanste Dive. Ich meine, hätte er nicht mitgespielt, sondern wärst du ihm halt reingefahren. Junge, du warst... Du warst in ihm drin. Also es ist ein Wunder, dass du ihn nicht berührt hast. Okay. Du warst mit dem Frontsplitter, warst du in ihm drin. Das war schon eine wilde Geschichte. Ich meine, es war ja keine Absicht, aber es ist gut gegangen. Ja, es hört sich alles falsch an, Leute, am Ende des Tages. Ne? Da müssen wir uns jetzt auch mal konzentrieren hier und hier mal beim Racing bleiben. Aber fühlt sich gut an soweit? Ja, wir finden ihn arsch langsam. Nö, alles gut. Nach hinten, wenn du in dem Spot erstmal bleiben kannst, ist es gut. Also nach hinten haben wir knapp 3 Sekunden, der wird doch nicht wirklich kleiner. Pro, bis morgen. Danke fürs dabei sein, trotzdem. Servus, Jojo. Also stand jetzt mit zweitbester Ferrari, das ist ja schon mal gut. Und der Beste fährt vorhin, fährt jetzt gerade 3 Sekunden vor uns. Das muss ein alter Stream sein. Ich habe ja gesagt, wenn es ein etwas längerer Stream wird, ich warte noch auf meine großen Flaschen. Weil die kleinen, die sind immer für so Sprintrennen perfekt. Da reicht es mir an Flüssigkeit. Aber für die längeren Streams, die mal so mehr als 3 Stunden gehen, da brauche ich meistens ein bisschen mehr. Deswegen habe ich jetzt gerade noch mal das Aquarium ausgepackt hier. Den Ablauf kann ich noch mal kurz erklären, ja. Wenn wir jetzt hier auf Platz 11... Wenn wir auf Platz 11 jetzt hier das Rennen beenden, dann sind wir, warte mal, erster, zweiter, dritter, vierter, als Fünfter starten wir dann im zweiten Rennen, weil es Reverse Grid ist. Und im zweiten Rennen, also hier konnten wir mit 55 Litern losfahren oder mit halbvollem Tank, sagen wir es mal ganz grob. Und wir können gleich nachtanken, Reifen wechseln, Fahrerwechsel machen. Und im zweiten Rennen startest du mit Volltank. Und darfst keine Reifen wechseln und so weiter. Das kostet so viel Zeit. Heißt, wir haben jetzt 2 verschiedene Rennen vom Grundding her. Warte mal, die Map wird angezeigt, wenn ich hier wieder auf ACC Drive klicke. Ja, das, weil Max jetzt gerade damit nicht verbunden ist, deaktiviert er das immer. Aber es gab noch kein Chaos. Ja, ich sag mal, es ist relativ human abgelaufen, ne? Aber wir hätten auch schon im Chaos gefangen sein können da, wo sich der Lambo da gedreht hat so halb. Also es war schon auch eine wilde Startphase, aber es lief bisher alles glatt für uns.
Ich fahre so in circa 15 Minuten. Da gehe ich hier aufs Auto. Na, Aufholjagd, ich sag mal so, es wird auf jeden Fall nicht einfach, weil die sind alle sehr, sehr schnell da vorne. Ist jetzt nicht so, ne, dass die hier alle am Bummeln sind und Max nicht hinterherkommt, sondern Max fährt ja auch eine gute Pace gerade und die da vorne sind einfach noch einen Ticken schneller. Was aber auch unter anderem teilweise daran liegt, ich meine, man sieht es jetzt, der beste Ferrari ist jetzt gerade auf 9 und vorne der BMW, also beziehungsweise BMW ist halt auf jeden Fall stärker. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber trotzdem, wir geben alles, wir pushen hart. Ne, die Liveries habe ich nicht, genau. Ich hatte auch tatsächlich immer Probleme, wenn ich mir Liveries manuell reingeladen habe, dass tatsächlich ich eine schlechtere Performance hatte. Und also mit dem LFM Livery Tool nicht, aber wenn ich mir die manuell alle reingezogen habe, dann ja. So, deswegen mache ich das grundsätzlich nicht mehr. Nee, nicht alle fahren Macker bei uns, nö. Also Noah und ich sind die einzigen eigentlich, die... Und Gumball auch mal ab und zu hier und da. Was war das? Gumball fährt ab und zu mal... Na, Gumball fährt alles so. Ich will nicht sagen, dass das Zeit gekostet hat, aber das hat viel Zeit gekostet. Das sah auch irgendwie danach aus, ja. Ach so, Shiro, ja, Shiro. Hallo. Auch, ja, unser... Guten Tag, jemand zu Hause. Shiro arbeitet sich im Hintergrund ganz langsam in Richtung E-Sportler hier hoch. Henrik, ich grüße dich. Sehr, sehr geil. Ich finde das sowieso geil. So, mittlerweile, es ist Simracing. Ich finde es krass, Simracing ist immer noch so eine andere Sparte. So. Also es ist nicht so diese klassische Gaming-Sparte. Ne? Weil wenn ich zum Beispiel so auf der... Ich war ja auch letztes Jahr auf der Gamescom. Und auf der Gamescom laufe ich rum und ich wurde kein einziges Mal angesprochen. Also ich find das so krass. Und wenn du dann, klar, auf der Sim-Expo bist, das ist dann halt nur dieses eine Thema. Das ist dann halt krass, wie viele man dann tatsächlich dann von euch trifft, so. Aber auf der Gamescom, da siehst du so, da ist Simracing noch nicht so, es ist noch nicht im Mainstream so angekommen, sagen wir es so. Aber was auch, finde ich, nicht schlimm ist, weil Simracing ist einfach, weiß ich nicht, es fühlt sich immer noch anders an als klassisches Gaming. Es fühlt sich eher an so nach einer geilen Racing-Alternative. Es muss nicht komplett Mainstream sein, so, ne? Also so grundsätzlich finde ich, klar, es hat immer Vorteile und Nachteile. Wenn etwas größer wird, dann hast du auch automatisch vielleicht hier und da noch mehr Baustellen, aber du hast natürlich mehr Potenzial und so. Aber wenn man jetzt mal die letzten Jahre beobachtet, dann ist das schon krass, was überhaupt daraus entstanden ist, ne? So aus Simracing. Ich glaube aber, dass das generell dadurch, dass echter Motorsport halt so teuer ist und sich das kaum einer leisten kann, ist das halt generell eine geile Alternative. Weil Simracing muss nicht zwangsläufig sehr teuer sein, um damit Spaß zu haben. Es kann unter Umständen ein bisschen teurer sein, ja.
Aber muss nicht. Aber Castorino da vorne kann auch nicht wirklich wegziehen, ne? Ist das der beste Aston da vor uns? Ja, der beste Aston. Wie sollen wir strategisch machen? Willst du genau bis Halbzeit fahren, oder? Ich denke halt, dass du schneller bist. Ja, mit frischen Reifen bin ich. Die Frage ist halt, komme vor den Aston oder nicht? Warte mal, ich guck mal, wer auf dem Auto fährt. Castorino Petile. Ja, ist die Frage. Ich weiß nicht, also der Aston ist grundsätzlich wahrscheinlich auch hier kein starkes Auto. Das ist auch der beste Aston jetzt hier im Feld. Ist die Frage, willst du vielleicht ein bisschen eher in die Box kommen? Dann machen wir einen kleinen Undercut gegenüber den Aston. Das können wir gerne machen. Dann, keine Ahnung, fahren wir noch eine Runde oder so. Die nächste noch und dann, ich gehe mal eben auf Toilette. Wieder da. Jo. Ja, dann kommt nächste Runde an die Box, würde ich sagen. Sag mal, wie viel Sprit du haben willst. Wie viel sind die jetzt unten noch drin in der weißen Box? Gleich, kannst gleich gucken. 16,7. Nee, in der weißen Box meine ich, beim Nachtanken. Müssten dann ja irgendwas so um die, weiß nicht, 65 Liter oder sowas sein. Ja, 50 plus das. Pack mir, ja, dann pack mir irgendwie sowas um den Dreh rein. Das müsste ja dann passen. Du hast ja 50 eingestellt gehabt. Also jetzt sind es so 66. Naja, das müsste ja passen. Der weißen Box dann. Was sagt denn Lovely Dashboard? Okay. Lovely Dashboard sagt 40 nachfüllen, aber wie viel willst du in der weißen Box haben? 65. Ja, wenn es eine Runde mehr ist, zu viel ist, dann ist es nicht schlimm. Hauptsache nicht zu wenig. Schöne Boxeneinfahrt, sehr gut. Reifensatz 4, 65 Liter, Marco Bischoff. Yes. Ich glaube, ist zwar zu viel, aber. Komm, der ist gut, ja, ist direkt hoch. Nice. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich weiß gar nicht, wie man stehen bleibt in der Karre. Also, semi-geil der Stint, aber immerhin keinen Schaden und nur einen Cut. Das ist ja sehr gut, ja. Also, viel mehr wäre eh nicht drin gewesen, davon hast du ja gesehen. Also, von daher ist guter Spot gewesen. 10 Sekunden. Ich hoffe nur, wir haben keinen Verkehr, weil auf der Karte war ein Punkt, der könnte uns 6, vielleicht... 5, 4, 2, 2, 1. Ja, direkt los. Ja, fahren wir mal.
So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen, ja, mal gucken, was drin ist mit dem Undercut. Die werden natürlich auch reagieren. Oh ne, bitte nicht, lass bitte keinen Verkehr. Oh, Stop and Go für die 63. Du kommst genau im freien Spot raus. Go, go, go. Denk an Linie. Jawohl. Hat gepasst? Ja, ne? Ja, ja. So, dann wollen wir mal gucken, wer hier welche Strategie fährt. Welche Drucker hast du mir überhaupt gegeben? Meine. Okay, ja, dann passen die wahrscheinlich, hoffe ich. An sich haben wir eigentlich immer recht gleiche Drucker. Also ich habe halt überall so einen Peak 27.0, 27.1 angeteilt. Copy. Marco, ich würde schnell was zu trinken holen, passt das? Mach mal, ja. Oh Gott, ich hab ein Kabel dran. Junge, Ferrari ist eine wilde Geschichte, ey. Aber macht auch Bock irgendwie. Ach, zu früh gebremst. Das Krasse in der Karre ist, du kannst so spät ankern teilweise. Es sind Van Oom und Sopcik. Wieder, ja. Was geht hier? Party geht da. Was geht denn hier? Was? Nur dann. Hä, warum? Was hat er gemacht? Zündung aus oder was gehabt? Checken. Wann das? Sopcik 77. Marco, du hörst mich aber, oder? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Ha? Ja. Ja. Okay. Ja. der AMG ist in den BMW reingedived und hat beide halb gedreht, deswegen war er langsam. Kannst du mir sagen, wer auf dem BMW drauf sitzt? Van Oom. Ja, wer? Zweite Fahrer. Achso. Schamaita. Waren die vor uns?
Immerhin ist ein BMW. Ja. Ja, weil der hat auch schon Boxenstopp absolviert. Ja. Wir haben in der Box zwei Plätze verloren, sag ich mal. Okay. Dann muss ich jetzt da irgendwie vorbei, wa? Sonst bringt der Undercut nichts gegen den Aston. Ja. Starkes Manöver, bis vorbei. Nice. Oh, der greift ihn wieder an. Ja, er hält rein. Nein, das ist nicht gut. Das kostet so viel Zeit. Och nee, Alter, jetzt, der ganze Plan geht nicht auf. Jetzt hast du. Ich glaub nicht. Der Ferrari hat kein Topspeed. Oh mein Gott. Mann, ey. Jetzt... Ach. Jo. Der Essen ist übrigens hinter uns, ne? Hast du gehört? Ja? Ja. Wo ist er denn? Ach, per Thiele, jo. Ich seh's. Aber mach dir keinen Kopf. Rein noch. Jetzt aber, komm jetzt! Warte mal ab, der BMW sind jetzt die BOP-Stelle. Oh, Mercedes dive! Oh. Ich hab die Bremsen nochmal losgelassen, weil ich nicht wusste, ob er mich abschießt. Ja. Aber die bekämpfen sich jetzt hinter dir, das ist gut für dich. Run, Mabix, run! Junge, aber geiler Fight, also insgesamt. Und das Gute ist, per Thiele muss da erstmal vorbei. Ja. Voilà. Hier, diese Kurve ist eklig, da dreht er sich mal ein. Ja, da muss man echt mit der Lenkung ein bisschen spielen. Ja.
Junge, diese Kurve ist so eklig. Bei der Kurve rate ich auch jedes Mal. Ja, ja. Irgendwie bin ich ja immer zu spät oder zu früh. Holla. Also im letzten Sektor war ich auf jeden Fall im McLaren besser, stabiler. Ja. Muss ich mitnehmen? Oder nicht? Gleich wird eklig. Auf den abgefahrenen Schluppen von Marco. Absolut. Weg davon, nicht gemutet sein. Sorry. Alles gut. Warum verliere ich jetzt hier random Zeit aus der Kurve? Weil ich mich auch immer nach einer Zeit in die Reifen nachlasse. Ne? Ja. Probieren wir jetzt hier 0. Du fährst hier in 58er BB. Und das Ding, das lenkt ja von alleine um die Kurve. Du musst ja nichts machen. Ich glaube, ich fahre noch höher, die BB. Ja. Bei mir, ich bin 57,6 gefahren. Ja. Naumann wollt ihr 33 in Mitte. Ja, müssen ungefähr gleich sein von der Pace hin. Irgendwie verstehe ich dieses Auto aber manchmal nicht. Du bist gefühlt, fährst du durch die Kurve besser, aber verlierst Zeit. Mhm. Fühl dich so sehr. Der Ferrari ist ein unfassbar schnelles Auto, wenn man nicht so ein Skill ist. Schwer, es ist manchmal schwer zu verstehen, was das Auto von dir will, genau. So in welcher Situation, ne? Weil es so gegen alles andere ist, so, ne? Der ist so unbefriedigend, finde ich. Ja, es geht. Also ich finde, den kannst du schön aggressiv fahren, das ist geil. Das stimmt, ja. Ist der hinter mir schneller, der, Benz? Okay, okay. Da fährt eine 3, hat aber auch 3 Zehntel gerade plus. Wir sind nicht liegen gefahren. Ich würde sagen, ich tut euch nicht so viel. Aber Petit fährt niedriger, 33. Oh. Das finde ich unbefriedigend, wenn er dir so eindreht. Ja. Boah. Wenn es dann halt auch einfach nicht mehr vorwärts geht. Ja, ja. Du denkst wirklich, du parkst, ey. Ich bin auch noch nie einen ganzen Stint im Ferrari gefahren, ne? Also so richtig, jetzt hier auf der Strecke.
Ich bin auf der Strecke allgemein noch nie ein ganzes Cent gefahren. Ja, eine 5 kann ich relativ konstant fahren, glaube ich, hier. Ja. Passt auf, nur gut. Ja gut, Petit muss aber auch erstmal einen Softcheck arbeiten. Also, mach dir keinen Kopf. Oh, das kennt Max hier, die Kurve. Was denn? Oh, was? Nein. Was ist denn da? Ach, nee, oder? Hallo? Das ist jetzt nicht passiert, oder? Alter, nee, komm! Was für eine Pisse, ey! Ey, was ist da? Kommt einer? Ich sehe es nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Ach, scheiß drauf, ey. Ja, GG. Dann war's das wohl. Nie wieder Ferrari fahren, bis zu leben. Oh mein Gott, sowas ist mir noch nie passiert in meinem ganzen Sim-Racing-Leben. Das ist halt, der Ferrari bounce manchmal so ekelhaft auf diesem Körper. Digga, ich hab alles gesehen. Das, also... What the fuck, ey, nie wieder fahr ich dieses Auto. Ne, also das ist... What the fuck? Vor allem mit der TC lässt er sich halt auch nicht fangen. Das ist halt so komisch. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann es eigentlich vergessen. Ja, weiß ich nicht. Soll ich an die Box kommen? Rennen ist eh vorbei. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann... Ja, was heißt kein Bock? Also, guck mal, wenn ich jetzt hier fahre, wo ich hinfahre. Ach so. Ja, dann musst du ja natürlich in die Box kommen. Oh mein Gott. Ja, 50 Sekunden Schaden. Tja. Ich hab dir gesagt, man darf den Ferrari nicht loben. Halt den... Ich darf's nicht sagen. Junge, also... Nee. Die Serie bleibt, sie bleibt verhext, Leute. Sie bleibt verhext, diese Serie. Ja, ich kann's warnen. Ja, komm in die Workshop, Barriere. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, verlieren wir jetzt mehr Zeit durch den Boxenstopp? Ja, aber du holst ja gleich noch eine DT, oder? Ne, ich hab eh überall ein Rotem gehend. Okay. Nee, das sind einfach Physics, die du dir sonst wo hinschieben kannst. Das passiert ja in keinem anderen Auto da auf dem Curb so. Da geht ja gar nichts mehr vorne. Nö, das Auto ist komplett tot. Aber egal. Ich bin halt ein bisschen weit rausgekommen in der Kurve und ich wollte den halt ganz normal halt, ne, ich war halt in so einem leichten Slide und dann habe ich im Slide, bin ich weggebounced und durch das Aufsetzen habe ich das Auto dann einfach verloren. Ich konnte nicht mehr gegenkorrigieren. Scheiße, ey. Das kann's doch einfach nicht sein.
Ich fahre das einfach so zu Ende, weil das lohnt sich nicht mehr für 10 Runden an die Box zu kommen. Ja. Boah, also das ist, also sowas Frustrierendes habe ich selten erlebt, ehrlich. Scheiße, ey. Vor allem, das kam so unerwartet. Vor allem, ich bin ja auch im Training manchmal da über den Körper gefahren, dann bounce halt weg und dann fährst du halt geradeaus weiter, so. Und also ich bin die einfach weggebounced und dann links abgebogen. So ist mir das nie passiert. Nee, mir auch nicht. Ich bounce da mal drauf, aber mir auch nicht. Ja, weißt du, dann fahre ich einmal hier in so einer Meisterschaft mit, wo ich eigentlich nichts mit zu tun habe. Und dann verkacke ich es auf ganz hohem Niveau hier, Alter. Und jetzt ist die Meisterschaft schon wieder so, kannst schon wieder sonst wo entschieden, gefühlt. Ein Rennmarker macht ja keinen Kopf. Mit der BOP war eben, also, es macht ja echt keinen Kopf. Easy. Nee, das geht mir aber ums Prinzip, ey. Ich meine, wären wir zumindest im zweiten Rennen hätten wir gute Chancen gehabt, ey. Aber jetzt haben wir schon wieder so ein Müllrennen hier, wo wir im zweiten Rennen dann auch irgendwo starten. Und keine Chance haben, nach vorne zu kommen. Na, dann können wir gleich Messer zwischen die Zähne und Gas geben. Und so. Selber kegeln, sagst du? Nix, wir kegeln nicht selber, wir machen keine Rest. Okay. Ja, sorry Jungs, ich bin hier gerade ein bisschen langsam. Naja, was soll ich euch sagen? Ja, passiert. Ja, sorry. Ey, alles gut, Marco. Kein Stress. Nee, hey, mich fuck das ab. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Karre nie wieder fahre, Alter. Das ist ja... Also, das ist ja einfach... Ja, weiß ich nicht. Das würde mir schon zu sehr auf den Sack gehen, weil du hast so viele Strecken, wo du gewisse Curbs mitnehmen musst. Und wenn du da immer so in jedem Rennen Bauchschmerzen haben musst, dass du da irgendwie wegflippst. Das ist ja auch irgendwie... Ich meine, das war schon immer vom Ferrari eine Schwäche. Guck dir mal ein Pro Series Rennen an, wo ich dreimal abgeflogen bin. Ja, ja, stimmt. Da war ja auch so mit der Schikane. Jo. Ah, Mann ey. Ist das scheiße. Ja, ich meine, jetzt ist es sowieso egal, jetzt müssen wir sowieso gleich 28. Ey. Also da, wo wir in der Serie immer standen, Leute. Es geht in dieser Serie, ist es das Omen des Grauens hier. Ist verhext. Ja, es ist wirklich verhext. Ich hatte vorhin nämlich ein gutes Gefühl eigentlich und habe gesagt, ey, zweites Rennen wird geil und so. Und was ist, Junge, es ist... Ja, wir müssen doch trotzdem irgendwie glücklich sein jetzt hier irgendwie in irgendeiner Form, Leute. Auch wenn es schwer ist, aber zweite Rennen muss auch erstmal gefahren werden. Da geht gar nichts mehr. Es ist mir so leid, ohne Scheiß. Ach, alles gut. Habe ich ja selbst zu verantworten. Ja, jetzt flippt er natürlich nicht weg, ne? Nee, warum auch, Marco? Junge, vor allem, weißt du, was das Ding auch war? Ich stand dann da und kam da nicht weg. Ja, hab ich gesehen. Ich bin losgefahren, hab mich gedreht. Ich bin losgefahren, hab mich gedreht. Ich bin losgefahren, hab mich gedreht. Das war ja noch bodenloser. Ich meine, es war ja am Ende des Tages, war es eh egal.
fahre ich denn hier lang? Ey, der bounzt dir da gleich nochmal weg. Ja, ja, die Kante, die ist ganz gefährlich. Da bin ich auch mal früher irgendwann abgeflogen. Ich glaube, das war auch im Ferrari. Das war auch im Ferrari. Misano und Ferrari ist bei mir aber auch kein gutes Pflaster irgendwie. Nee, Leute, Ferrari ist nicht mein Auto. Also zumindest nicht der hier. Ich meine, es ist ein Auto, was schon Spaß macht zu fahren irgendwie, aber ich bin mit dem McLaren, habe ich so ein geiles Wohlbefinden, außer auf Kiran. Aber sonst ist der McLaren halt so ein Auto, wo ich mich echt mit sehr wohl fühle. Der hat zwar auch seine, hier und da seine Nachteile, aber weiß ich nicht. Ich finde Ferrari, das mit den Curbs, das würde mich halt zu sehr triggern. Vor allem, wie gesagt, sagen wir, du fährst auf Watkins Glen, hast du direkt die Thematik. Du fährst auf 90% der Rennstrecken, musst irgendwelche Curbs attackieren. Hast du halt immer diese Thematik, ne? Ich meine, das Auto ist schnell, kann schnell sein, das haben wir gesehen. Aber ich glaube, mich würde das zu sehr nerven. Ist natürlich auch eine Einstellungssache so. Wenn du das Auto kennst, dann machst du natürlich auch gewisse Sachen anders. Aber ist ja auch kein Thema. So ist es. Aber egal, Leute. Zweites Rennen kommt noch. Die Frage ist, werden wir überrundet? Ja, werden wir. Ist auch ein Träumchen. Ich habe keine Ahnung, knapp 5000 Stunden in AZC. Und wie du siehst, bin ich trotzdem nur Anfänger. Ja, Marco. Beziehungsweise, es können halt immer irgendwelche Scheißsachen passieren, ey. Es ist super nervig. Aber so ist es. Muss man auch mal durch. Das gab eine Warning. Guck hin, das hier holen wir noch. So. Du bist auf jeden Fall on point gerade, du.
Ja, dann werden wir wohl mal gleich gucken, was im zweiten Rennen geht, Leute. Da starten wir natürlich dann irgendwo im Nirgendwo, aber... Gibt mehr zu überholen, Marco, siehst du. Müssen wir Undercut in Runde 1 machen, sagst du. Ja. Du kommst wirklich auf keine Kurven mehr rum. Boostby wird sich so gut fühlen hier im McLaren. Er wird es richtig genießen, wir das. Er fällt so hart ab, dass die auch die BOP nicht hinkriegen. Na gut, ich sag mal, der Fehler hat jetzt nichts mit der BOP zu tun, aber... Nein, komplett ungeachtet dessen. Ich meine, wenn BMW sowieso schon mit das schnellste Auto hier war, dann noch minus 40 Kilo kriegt von Kunos, eine halbe Sekunde schneller ist. Naja. So easy ist es halt, ne? Ach Leute, es wird doch nicht gemotzt. Ist alles gut. Ich sag mal, dass man frustriert ist, wenn man so einen blöden Fehler macht, ist auch logisch, ne? Jetzt muss ich mich noch gegen den Porsche irgendwie verteidigen, würde ich sagen. Und rein da. Aber ich glaube, den Kampf verlierst du, Marco. Ich glaube nicht. Meinst du? Ich habe Hoffnung. Der ist schon auf der Geraden. Scheiße, Junge, der wird mich halt so snacken auf der Geraden, sonst würde ich verteidigen, ey. Oh mein Gott. Komm! Ja, okay, der Kampf ist verloren. Scheiße. Egal für welche Seite ich mich hier entscheide. Oh no. Junge, meinst du, wir haben... Guck mal, selbst wenn ich jetzt hier einlenke, wo ich hin war. Dirty Air. Oh mein Marco, Gott. Also... Das war Rennen 1. Aber Rennen 1 lief gar nicht mal so gut jetzt so im Nachhinein. Also eigentlich schon am Anfang so. Wir waren auf einem soliden 11. Platz oder sowas. Nee, wir waren sogar besser. Wären sogar in den Top 10 gewesen. Naja, wenn man jetzt sieht, dass halt Naumann und Bernd direkt vor Zülük und Scherpinen sind und dahinter Castorino, wir wären Top 10, wenn das nicht passiert gewesen wäre. Ja, aber hätte. Ja, das ist kein Motiv. Die denken sich ja auch, hä, was macht Marco denn da? Und bouncen und erstmal Walsingham abräumen. It is what it is. Das war doch halb so wild. Also das war, würde ich sagen, schon auf einem Level mit einer Wurzelbehandlung vom Spaßfaktor. Ich hätte gerne drei Wurzelbehandlungen.
muss mir das jetzt nochmal ganz in Ruhe, eigentlich will ich mir das nicht angucken, aber ich muss es mir angucken, damit ich aus physikalischer Sicht verstehen kann, was da passiert ist. Also ich muss mir das angucken, Leute. Es tut weh, ne? Manchmal, also das ist so, ich will mir das eigentlich nicht angucken. Eigentlich will ich mir das beim allerbesten Willen nicht angucken. Hier. Junge, ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance. Das Ding ist, ich bin halt in so einem leichten Drift darüber gefahren. Das war das Problem. Jetzt, so seht ihr, zack, ich muss korrigieren. Aber jetzt fahre ich schon, ich bin immer noch im leichten Slide. Und dann genau in dem Slide, lasst mich doch jetzt mal hier meinen Unsinn gucken, den ich gemacht habe. Mensch, Leute. Und dann bin ich in diesem Slide, hat es mich dann komplett gekillt. Alter, ich bin aber auch komplett eingeschlagen. Ich konnte da nichts machen, ey. Boah. Ich bin komplett eingeschlagen. Und dann, zack. So, jetzt wollte ich losfahren. Ich guck mal, ich gebe halb Gas, halb. Und ich habe mich trotzdem gespinnt. So, jetzt gebe ich ganz Gas. So, jetzt habe ich nochmal weggenommen. Aber das war schon wieder zu viel. So, hier kam McLaren. Und jetzt wieder zu viel gedreht, Mann. Es war so frustrierend, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das war ein Albtraum. Es war einfach wie im Albtraum. Es war so ein richtiger Fiebertraum, dieses... Es war ein Fiebertraum. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boostbeat ist das in der Pro Series passiert. Ehrlich, genau das. Das hat eigentlich keiner gesehen. Nur alle, die an mir vorbeigefahren sind. Also alle. Der Ferrari ist wirklich was, was so beim Anfahren, also wenn du irgendwie so auf der Wiese stehst oder sowas, du darfst gefühlt gar kein Gas geben oder so, ne? Also du musst wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Darf ich dich an deinen Big Red im Lambo erinnern? In ja, aber okay, da war ich aber auch komplett, da war ich aber auch komplett auf der Wiese. Also da war ich irgendwo komplett im Gemüse gefangen. Ey. Forever alone. Tja. Das war auch gut. Mann, ey, da kriege ich sonst was für Anfälle, wenn ich... Boah, das ist so traurig gewesen, diese Situation, ey. Ich könnte euch das nicht vorstellen, wie traurig das war, ey. Ich will das eigentlich nicht. Guck mal, dieser Bounce, Junge. Was war das für ein Bounce? Bam! Komplett eingehämmert. So ein Schmarrn, ey. Ja, Jadi hatte auch Mitleid, dass ich Ferrari war. Dann da wisst ihr schon... Der weiß wahrscheinlich auch, was die Stunde geschlagen hat in dem Auto. Also bis auf den Körb fuhr es sich ja eigentlich ganz gut. Es war nicht schnell, aber es war okay. Ja, und jetzt müssen wir auf den zweiten Streich hier warten. Jetzt starten wir von P28. Reverse Grip schlägt mal gar nicht so sehr zu bei uns heute. Was? Wir machen das einfach so, wenn du die Position erreicht hast, die du vor dem Unfall hattest, dann kannst du an die Box kommen. Ja, okay, das ist ein Deal. Also wo muss ich hin? P10? Lost Connection? Ist das gewollt? Ja, ich glaube schon. Ja, der Server startet ja neu. P8, da muss ich 20 Positionen gewinnen. Das wird eine ganz schwierige Geschichte. Ja, aber das sind auch so Situationen, das kannst du halt nicht trainieren oder so. Wenn das Auto da einmal verlierst, es war halt auch ganz schwer, weil das Problem war, dadurch, dass das Auto so unruhig geworden ist und dann so aufgesetzt ist, warst du halt direkt in so einem Drift, den du nicht mehr fangen konntest. Also so, es war sehr unlucky.
Aber müssen wir gleich im zweiten Rennen zumindest jetzt hier irgendwie versuchen, uns nach vorne zu kämpfen. Da müssen wir das. Das ist halt jetzt ganz schwierig, weil du musst sehr aggressiv fahren. Ich fahre den ersten Stint. Das heißt, ich muss den ganzen Bums ausbügeln hier, was ich mir selber verzapft habe. Und gleichzeitig darf ich nicht noch mehr Scheiße bauen. Ist das einfach? Nein. Wann kommt denn der Server hier? Haben die was gesagt? Naja, ich bin schon am Refreshen. Ja. Ach, es ist super unlucky. Aber egal, Leute. Wir lassen den Kopf nicht hängen. Und weiter geht's jetzt. Gut, ich danke dir fürs Follow. Ja, also ich weiß gar nicht, was man sich jetzt hier als Ziel nimmt in dem zweiten Rennen. Überleben vielleicht erstmal, wäre die erste Devise. Einfach mal überleben. Keine DT. Keine DT. Und vielleicht in Richtung, ich weiß es nicht. Ihr habt ja gerade gesehen, die Top 10. Du verlierst halt am Anfang so viel Zeit in Richtung Top 10, dass du das hinten raus nicht mehr aufholen kannst. Ne? Das ist immer das Problem. Aber Top 15 würde ich schon gerne irgendwie reinkommen, ne? Schade Schokolade. Ja, sehr schade. Egal, Leute, so Rennen gibt es leider auch mal. Wir hatten sehr viele geile Rennen in letzter Zeit, aber so einen Rückschlag ab und zu müssen wir wegstecken. Vor allem Max, ich weiß nicht, jetzt fahre ich einmal mit Max zusammen und dann baue ich Scheiße. Das war der Druck für mich von Max. Sag dir einfach, dass du mich schlecht abgehen, gespürt. Damit Shiro mich rauswirft. Muss aufpassen, dass ich hier nicht rausfliege. Oder wir hatten einfach ein Bizeps-Übergewicht. Deswegen waren wir zu niedrig mit dem Auto und haben ein bisschen aufgesetzt. Ist so wegen Massephase. Ja. Ja, beide mit Kreatin. Bei den Oberarmen. Aber Leute, trotzdem, Dankeschön für 866 Däumchen schon mal. Vielleicht helfen die im zweiten Rennen. Biermann, mach Server an. Also ich sehe noch keinen. Ja, auch nicht. Ich sehe noch Practice. Ja. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Kurze Frage. Eure Entscheidung soll ich machen oder nicht machen? Ich kann die Hälfte vom Crip DSQ'n lassen. DSQ'n lassen, weswegen? Nein. Weil keiner in Lab gefahren ist, die Hälfte nicht. Wir werden damit auch DSQ fürs erste Rennen. Bei uns ist aber relevant wegen den Punkten. Achso, die musste man fahren. Ja, die musste man fahren. Ja, nee, aber das müssen die auch selber überprüfen, oder nicht? Ja, ich habe gerade in den Ortschat gefragt. Falls es nicht überprüft wird, soll ich Report schreiben, ja oder nein? Was mache ich? Also ich halte mich komplett da raus, ich bin ehrlich. Ich bin kein Steward, was soll ich sagen? Ich bin für ein klares Nein. Klar, Regeln sind Regeln, liebe Freunde. Aber so sind wir halt nicht drauf. Wir sind auch mal was sympathisch. So, diese Gönner, weißt du, die Inlab. Ich meine, ich habe auch nicht dran gedacht, bin ich ehrlich. Für die Championship lassen wir uns auch disqualifizieren. Ne? Ja, wir halt. Wir sind zu nett. Machen wir nicht. Dann mache ich nichts, okay. Ich meine, ganz ehrlich. Nächstes Mal, Shiro, fahre ich wieder mit dir, dann bügeln wir das aus. Ist so, ich bin so warm da, ich habe sowas nicht zu entscheiden. Zum Glück bin ich kein Teammanager oder sowas. Aber am Ende des Tages, wenn es Regeln sind und es jemand. Ich meine, wenn sich niemand dran hält, dann brauchst du auch keine Regeln. Nein, Passwort ist nicht drin. Achso. Nein, ich hab's Passwort eingegeben! No! Ja, wir wissen ganz hinten. Fuck! Bist du drauf? Ja. Mann, so eine Kacke. Ist es denn besser als gerade? Ja, P9. P9 ist doch gut, P9 ist doch super. Nee. Doch, ich hätte P3 oder so sein können, wenn ich nicht. Warte, ich join mal eben kurz. Naja, egal, dann good luck euch. Danke. Jo, Shiro. Da sind wir wieder.
Ja, ich weiß ja, Leute, guck mal, es ist halt immer irgendwie, wenn du alles reportest, dann man kann beide Seiten verstehen, wisst ihr so? Regeln sind Regeln, das ist absolut so, aber es ist auch manchmal, es kommt immer drauf an. Ich meine, wie gesagt, wenn die Stewards, das sind ja so offensichtliche Sachen, wenn die da gesehen werden, dann müssen sie es so oder so, müssen sie sowieso so oder so regeln. Da muss es nicht extra einer reporten, so finde ich jetzt. Weil wenn das halbe Feld da einfach nicht sich dran gehalten hat, so, ja, dann müssen die Konsequenzen gezogen werden. Aber wenn du da jetzt wie so ein Dulli an der Boxenlinie, an der Boxeneinfahrt oder Ausfahrt stehst und dann mit der Lupe guckst, ob jemand die Linie berührt hat und so, klar, Regel ist Regel, aber wenn du sowas zwei, dreimal machst, dann wirst du dementsprechend halt auch mal hier und da behandelt. So, wisst ihr, was ich meine? So, das ist immer, man will nicht immer der Erbsenzähler sein, aber Regeln sollten trotzdem beachtet werden. Ne, so sehe ich das am Ende des Tages. Aber wie gesagt, ich kann da viele Ansichten verstehen, auf jeden Fall. Wir reporten auf jeden Fall nicht oft, ja, das stimmt. Also wir sind da eher defensiver hier und da eingestellt. Aber in so E-Sports-Rennen, ich sag's euch, wie es ist, so VEM, SRO oder sowas, da juckt's die anderen auch einen feuchten Furz, ne? Da sind wir mittlerweile auch an dem Punkt, wo wir sagen, ey, wenn irgendwo eine Scheiße passiert, dann bist du blöd, wenn du es nicht reportest, ne? So, aber wir bereiten uns mal mental so langsam in Richtung zweites Rennen vor. Also wir starten dann jetzt hier von P28 oder sowas. Ja. Ich glaube schon. Das sind super Aussichten. Ich meine, es kann viel passieren. Es kann sein, dass wir nach Runde 1 auf P18 sind. Es kann aber auch sein, dass wir tot sind. Es kann viel passieren. Ich will hier keine Prognosen aufstellen. Weil ihr habt gerade gesehen, wie schnell das geht. Ich war mental schon in diesem zweiten Rennen drin und bin gestorben. Was denn? Nix. Willst du mir schon mal das Auto geben? Weil sonst muss ich dir gleich offstreamen. Das kann ich nicht onstreamen. Okay, ich freue mich. Oh Mann. Wie war der Paragraph Swap 2, ne? Yes. Oh Gott, es war auf Anhieb richtig. Ein Träumchen. Ich hab das sogar on Stream gehört. Was gehört? Ich hab nichts gehört. Nee, aber bei mir, es gibt da einen Clip, wo... Achte, also guck mal bitte auf Dennis Namen. Ja, ich weiß, den hab ich schon gesehen Bruce mit dem Stream. So. Hat das einer laut und etwas arg betont vorgelesen. Alter, ist das wild. Tja. Ist es frech. Das Torino hat auch den Spam-Filter aktiviert hier mit alles groß geschrieben. Ja, es sind auf jeden Fall Dinge passiert hier in dem Rennen, ne? Leute, was soll ich euch sagen? Und jetzt gleich, wie gesagt, wir kämpfen. Was anderes haben können wir eh nicht machen. Und Max muss sogar noch mehr kämpfen als im ersten Rennen, denn er muss mit den abgenudelten... Also, das heißt, ich muss quasi durchs Feld flügen, möglichst aggressiv fahren und noch die Reifen am Leben halten. Was haltet ihr dann davon? Nicht viel. Ich weiß. Max auch nicht. Ja, ich hätte da komplett gar nichts von. Und das auf Misano, das kommt auch noch dazu. Auf Misano. Oder sowieso. Ne? Ihr habt gerade gesehen. Topspeed-mäßig sind wir auch nicht super gut aufgestellt. Also, das ist auch so. Auch eine Schwäche vom Ferrari, muss man sagen. Der hat tatsächlich nicht den besten Topspeed. Also, da bist du in McLaren auf jeden Fall besser aufgestellt. Einfach und ohne McLaren Warnings bleiben. Auch richtig, ja. Auch richtig. 3000 GT. Das habe ich gestern bei Noah im Stream. Ich glaube, du heißt Arthur. Ist das richtig? Ich bedanke mich auf jeden Fall für 5 Verschenkte. Du Ehrenmann. Dankeschön.
Sehr, sehr, sehr nett. Genau, Leute, einfach believen. Dankeschön, Leute, danke. Ich versuche es besser zu machen als im ersten Rennen. Beschleunigung ist auch so ein bisschen kritisch, ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das Schöne bei so GT3-Autos. Jedes Auto hat seine Stärken und Schwächen. Im Lambo hast du wiederum andere Sachen, die manchmal hier und da nicht gut waren. Da muss ich sagen, da ist der McLaren, gut, der hat nicht so gute Bremsen. Aber insgesamt ist der McLaren schon ein sehr ausgeglichenes Auto. Der kann die Curbs mittlerweile einigermaßen mitnehmen. Der hat einen guten Topspeed. Also Lambo, beziehungsweise McLaren ist eigentlich schon ein ganz geiles Auto. Alter Hobbyzocker! Da muss ich gleich beide Hände rausholen. Mit 10 Verschenkten an die beste Community hier. Im ganzen YouTube-Universum. Ich sag's euch. Herzlichen Dank, Hobbyzocker, für die 10. Sehr ehrenhaft von dir. Ein Macher. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Leute. Für den Giga-Support. So, ich muss mal im Setup laden. Dafür muss ich mal eben hier hin. Meine Base hat 25 Newtonmeter. Ich nutze aber circa meistens so ein bisschen mehr als ein Drittel davon. Ja, Marco, für die 60 Minuten machen wir jetzt das Mittelding von eben oder weniger? Was würdest du denn sagen? Wie hat es sich für dich angefühlt? Am Ende war schon wild, oder? Soll ich ein weniger machen? Ja, komm, klick weniger. 65 war das, ja? Exakt. Exactly. Dadurch, dass wir hier komplett im Verkehr unterwegs sein werden. Ich hatte vorne links immer zu wenig Druck. Du hast schon die Drücke für dich eingestellt, ja? Ja. Okay, wir nehmen 100 Liter mit, haben wir gesagt. Welche Höhe hast du jetzt hinten? 65 hinten. Richtig? Nee, 66. Ach, 66. Ja, okay. Ja. Dann, ja, okay, passt. Alter, das Nick auch mit 5 verschenken. Nick! Dankeschön, Leute. Ich geh mal kurz vorhin, bin gleich wieder da. So, ja, alles klar. Reifensatz kann ich eh nie auswählen. Sonst 100 Liter, passt alles. Leute, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Mitgliedschaften. Fabi auch seit 6 Monaten am Start. 6-mal erschnort. Liebe Chat, liebe RaceBix. Vielen herzlichen Dank, Leute. So, ich muss... jetzt der Druck wächst. Die Wiedergutmachung. Ihr wollt es alle sehen. Vielen Dank, Leute. Puh. Okay, 2 Minuten noch, dann geht's rein. Wir stehen ganz hinten. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist so ein bisschen... sind Dinge passiert im vorherigen Rennen. Aspro wieder da, Arbeit kann warten, ne? Je nachdem, ne? Wir bleiben auf der Strecke, das versuchen wir auf jeden Fall. Wir müssen uns so durchsneaken, wisst ihr? Luft anhalten, durchsneaken und einfach hoffen. So, da bin ich wieder. Die gekündigt. Okay, Leute. Ihr habt gehört, 1000 Däumchen zum Rennstart. Die helfen auf jeden Fall nochmal, so auf mentaler Ebene. Die helfen. Eine Minute noch. Max, hast du noch irgendwelche Tipps für mich, was ich hier noch einstellen kann? So, um... Fliegt nicht über den Körper. Kennst du diese Polster, die dieser Citroën ums ja, Auto herum hat? Ja, sowas brauchen die wir, Junge. Junge, sowas brauchen wir. Nee, dieser Kaktus, oder wie der heißt. Ja, Citroën Kaktus. Kaktus, nee. Junge. Die Höhe würde ich halt jetzt... Wir könnten jetzt so kurz vor knapp nochmal vorne hochgehen, aber... Vorne hochgehen? Nee, da kommen wir nicht weit mit. Ich bin vorhin noch 2 Klicks runtergegangen. Ja, perfekt. Damit es gleich schön muckelig für dich wird hier. 100 Liter, ne? Oder 100 Liter nehme ich mit. Trockenreifen. 20 Seconds. 66er Höhe.
Und der Tag gehört dir. 15. Drücke. Passt alles, okay. Okay. Let's go. Stay single file. Wir sind auf P28. Wer startet denn hier alle vor uns? Also Max, du musst jeder. Du musst diesmal sehr aufmerksam sein. Vielleicht würde es helfen, ich weiß nicht, wie gut dein PC ist, wenn du alle Autos auf sichtbar machst. Das kriegt er nicht hin. Meinst du nicht? Nee. Scheiße. Ja, weil sonst siehst du nur 20 Autos nach vorne. Ich meine, viel mehr du bräuchtest 28. Ich habe 18. Take it or leave it. Meinst du? Na, ich weiß ja nicht. Puh, okay. Ja, dann mal gucken, was das hier gibt, ne? Ach, Marco. Aber ja, es ist ein witziger Abend. Guck mal, wie viel wir heute wieder gelacht haben. Ja. Also, ich meine, ich habe auch eine halbe Stunde sehr gelitten, muss ich sagen. 20 Minuten habe ich sehr gelitten. Also es war wirklich, ich habe an meiner Existenz gezweifelt. Kannst du bitte die Reifen bitte noch nicht kaputt machen? Die sind noch tiefenentspannt. Also ich bin bei 74 Grad. Bietet sich doch an, die ein bisschen warm zu machen, oder? Ja, safe. Also ich bin überall zwei Klicks nach oben gegangen mit dem Druck bei mir, weil es aber auch wegen Verkehr und so. Und vorne links hatte ich tatsächlich immer weniger Druck. Ich hatte 26,4 oder so nur vorne links. Ja, wo du immer auf der Gegengeraden geguckt hast und erst dann die dreifach rechts kam. Und ach so. Dann bist du auf Stadt Ziel auf 27,1 gewesen. Ja, okay. Na egal, wird schon. Ist mir auch aufgefallen. Also ich bin ja auch. Es ist halt schwer, die Balance zu finden, ne? Ja, weil höher als 27,1, 27,2 ist halt Geschmackssache. Es geht natürlich auch so. Es kommt immer auf die Kurven an. In manchen Kurven lohnt es sich, also wie aufs Bar. Ja, weil man guckt halt immer hier. Und hier hat man halt die ganze Zeit fast nur Linkskurven. Ja. Linkskurven? Jetzt schon Double File, so eine halbe Runde. Ja, mal gucken. Woran das wohl liegt? So, jetzt versuche ich heute mal besser zu spotten. Max fragt, wow. Der Spotter 2-0. Junge, ich habe nichts gesehen. Ich war in dem Porsche drin und dann ist das Auto ausgebrochen und ich wusste nicht, wie ich korrigieren soll. Direkt mal drehen. Achtung, geht fast schon los. Ehrlich? Nee. Ah nee, da kommt noch eine Kurve. Ja, eine Kurve kommt noch. Sorry. Weil der Ferrari ist auch nicht sonderlich gut am Start, habe ich gehört, ne? Brake boosten musst du eigentlich. Ja, eigentlich, aber ich glaube, ich bin hier mitten in der Kurve gleich. Ja, bin ich. Perfekt. Green. Yo! Was ist das? Gar nicht schnell, oder? Noch alles clean vor dir? Boah, ich... Yo! Wo ist der BMW? vor dir kicken. Bleib links, ja. Weit links. Jo. Bist komplett, hast Platz, komplett. Also Schadenfall sind wir schon mal nicht geblieben, 3,9 Sekunden. 3,9? Ja! Was? Ich hab keine Ahnung, woher? Nein, Junge, es ist... Sie gehen da 4 wide aus der Kurve. Ja, das ist kein Problem. Ich hab 3,9 Sekunden, ja. Wo ist der Schaden? Da fragst du mich jetzt was. Alles klar, perfekt. Na, fahr du erstmal und dann entscheiden wir uns in der Fraktur. Car on the right. Clear on the right.
Meinst du, durch die Mitte ist eine gute Idee? Immer rein. Keine Eier. Ah, das war eine Warning. Nee. Oh! Ja, war ja nichts. Fahr. Also groß anders verhält er sich nicht, oder? Finde ich, mit dem Klick. Also bis auf diesen einen Hit so lief es eigentlich ganz okay. Ruhig gerade, halt ehrlich. Puh. Okay. Oh mein Gott, was war das? Ich habe nichts gesehen. Das war eine Warning. Also. Ja. Junge Marco. Ich habe, ey komm, du hast vorhin eine geholt, ich habe eine geholt jetzt. Ja, okay. Ist clean, ja, ist clean. Ist ein Deal. Außerdem, Chat sagt immer, eine ist keine. Und ich höre immer auf Chat. Komm! Kleines Pferdchen! Oh, Vorsicht! Oh. Danke, jetzt habe ich schon Light Damage. 5,7 Sekunden. Ja, die können wir dann reparieren gleich. Nee, kann's nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ach, Jungs. Ja, Bro, du bist doch nicht allein auf der Strecke hier. Oh, da steht einer. Er ist halt nur, wenn da. Ach, komm. Zweite Runde? Ja. Ja, Bro, ich wurde aber weit gedrückt. Was soll ich denn machen? Alles gut, Leute. Tschüss. Das ist bodenlos gewesen jetzt hier. 6,8 Sekunden. Wo hab ich den ganzen Schaden her, hä? Junge, ich krieg von Marco nur ein kaputtes Auto. Schaden über. Ja, immer. Immer. Alles klar. Also ich bin's gewohnt. Komm, 8 Sekunden, ey. Das kannst du auch wieder niemandem erzählen. Ich meine, ja, ich habe es versucht zu vermeiden, aber... Hinter dir passieren Dinge, Marco. Ja, jetzt hängen wir hier.
Okay, lass mich. Ah ja. Er denkt sich auch so, den Bischof, den kannst du heute eh nicht vertrauen. Den lass du mal vor, der stiftet da schon ein bisschen Chaos. Grün-schwarzer Pfeife gegen grün-schwarzer Pfeife. Ja, man, habe ich auch gerade gedacht. Du siehst halt auch gar nichts, ne? Boah, Notting Wind gewesen. Du siehst halt einfach gar nichts, wenn du direkt dahinter bist, Mann. Das ist so krass. Jo! Komm jetzt. Ja, Max sagt sie heute auch so, Junge. Er hat keine einzige Zehntel Schaden geholt. Kriegt, gibt einmal das Auto ab, kriegt es mit 50 Sekunden Schaden wieder. Also kriegt sich wieder, aber muss es dann in Empfang nehmen zum Schluss. Mit kaputten Reifen und kaputtem Auto. Und Final Warning gleich. Hab schon eine Umfrage gestartet. Ehrlich? Ja. Hab gerade dieser Teammate, ne? Krieg ich das Auto auf Final, ja, nein, oder DT schon vorher? Ich merke schon, heute sind alle gegen mich. Oh, Marco. Jetzt hab dich doch nicht so. Na, das ist alles nicht mehr fair. Kann man da eigentlich innen auch eine Warning kriegen, wenn man da innen zu weit drüber fährt? Also ja. In diesem engen Rechts-Rechts-Krieg. Ja, kann man. Okay, gut zu wissen. Wusstest du, dass der Safe-Rennfahrer ist oder war? Der nicht der, das ist aber nicht der. Ist das nicht der? Nee, nee, das ist ein anderer. Okay. Der heißt du genauso. Ah, okay. Hab ich damals auch gedacht. Jan Seifert, der ist ja auch AMG gefahren und so. Oh, Yellow Flag vorne. Ganz weit links, ganz weit rechts. Fährt wieder zurück. Du siehst ihn. Der andere ist schon weg. Die haben mich da weggerammt. Jetzt ist das Battle gegen Sobchick reloaded. Der war eben schon an uns dran. Stimmt. Oh. Wow. Was war denn da? Ist er dem McLaren reingefahren? Ich hab grad gehustet, ich hab's nicht gesehen. Nee.
gucke. Junge, dieses Rennen, das macht mich fertig, ey. Ja, wenn es so weitergeht, können wir gleich echt reparieren lassen. Ja, er ist den McLaren rein. Und dann. Lass mich raten, 11 Sekunden. 10. Mach dir nichts draus. Bin gerade mit 50 gefahren. Das ist alles nicht einfach. Oh, dann Schöniger, tot. Jo. Alter, da vorne geht's wild her, die fahren auf übers Gras. Ja, die machen da ganz wilde Dinge da vorne. Auto fährt aber noch. Also fährt sich tatsächlich noch sehr gut. Okay. Bin jetzt halt hinter den McLaren so ein bisschen gefangen. Die sind zu schnell auf der Geraden. Also ich hatte Patrick vorgeschlagen, wir sollen Porsche fahren. Wow! Wild. Auto wollte mich töten. Junge, einfach das Heck ausgebrochen und gleichzeitig gebremst irgendwie dabei. Ich finde, der Ferrari ist auch unfassbar schwer in den Drift wieder einzufangen. Ja, der ist schwer berechenbar, sagen wir es so. Manchmal. Habe ich auch im Körper gerade gemerkt. Er reagiert doch einfach nicht mehr auf deine Lenkbefehle. Ja. Windschatten! Was ein Geier da vorne, ne? Diese McLaren-Fahrer!
Jo. Wow. Diese McLaren-Fahrer, ne, das ist so eine ganz, Ist so, immer diese BOP-Abuser. Ist so. Ja, du kommst hier, also ich habe wahrscheinlich noch weniger Topspeed als ohnehin schon. Wo soll ich es tun, Leute? Max, du darfst entscheiden, ob du das Auto reparieren lassen willst oder nicht. Das entscheide ich gleich nach der Grid Position. Okay. Hast ja noch ein bisschen. Wird halt, dadurch, dass die Reifen ja ein bisschen auskühlen in der Box, würde ich versuchen, deinen Stint einen Ticken länger zu ziehen, wenn das für dich okay ist. Ja, am Ende des Tages macht es wahrscheinlich. Keine ja, weiß ich nicht. Je nachdem, wann die vor mir in die Box gehen. Ja. Ja, guck, wie du dich fühlst. Oh, ja, 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 ja. Keine Final Warning, das will ich Max nicht antun. Machen wir uns 3 weit raus. Fast. Und rein da. Junge. Keine Chance hier. Was und ist und tschüss. Ciao. Ey, Junge, was ist das gemacht? Ich will auf. Ein bisschen spielen. Der hat aber auch Moving Under Braking studiert da vorne, oder? Ja, aber komplett. In Fehler treiben, Leute! Auch mal in den Fehler treiben! Trotzdem nichts gebracht hier irgendwie. Da war sie wieder dieses Phänomen, wenn er zu viel rutscht, kommt die Karre gar nicht aus dem Quark. Perfekt. Ja, kannst du sagen. Also du siehst ja die Abstände nach hinten. Wir würden Stand jetzt wahrscheinlich ein paar 5 Plätze oder so verlieren. Wenn wir reparieren lassen. Aber das Auto ist jetzt auch nicht super viel langsamer dadurch, glaube ich. Ich glaube, der Schaden ist gut verteilt. Sechs vorne, 3,7 rechts. Also eher ein bisschen untersteuernder.
So. Ein paar Runden hast du ja noch. Ohne ein Problem, Drexler kommt von hinten. Korb! 75. Wer hat 15 Sekunden Schaden? Ist er vor uns? Der Bootsby. Ja. Bootsby. Ja. Ach, krass. Aber der ist so weit vor uns. Also bringt nichts. Glaub nicht. Boah, Junge, ich verliere fast immer das Auto hier. Wollte da schön reinstechen und dann kacke ich mir gleich in die Hose. Oh, was macht er so langsam hier? Okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie lange soll ich noch fahren? Weil dann vielleicht können wir an McLaren vorbei, wenn wir in die nächste Runde reinkommen. Ja, ist ja die Frage auch, ob wir Schaden reparieren, ne? Mit stumpfen Waffen. Also, aufgrund der Track Position würde ich sagen, nein. Weil das bringt dir das schnellere Auto, was ein bisschen schneller ist, und du kommst nicht vorbei. Ich meine, du siehst es hier gerade perfekt. Boah, nicht schon wieder. Soll ich an die Box kommen, Max? Komm, nächste Runde. Ja, weil die anderen, die jetzt an die Box kommen, wenn die freie Fahrt haben. Soll ich machen, wenn Polovtschuk weiterfährt, dann, ja, dann komme ich an die Box und andersrum. Okay. Junge, Gas! Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen gehofft, dass er reinkommt, ne? Ja, aber es bringt jetzt alles nichts. Wo bleibe ich hier stehen in der Kiste? Bei wie vielen Strichen? Ja. Ich mache das nach Gefühl, Max. Ich habe keine Ahnung. Komplett. Ist das gut? Sieht gut aus? Ja, direkt hoch, Junge. Alter, aber mit Vollbremsung. Also es ist ein guter Boxenstopp, glaube ich, gewesen bis jetzt. Max habe ich angefordert, alles klar. Boah, ja. Ich dachte gerade schon. Ja, doch, ja. Alles gut. Ich soll jetzt 34 Minuten mit dem Kackhaufen rumfahren. Nee, das fährt sich super. Das ist optimiert für dich. Also ich habe da noch ein bisschen Carbon dran geschraubt. 8 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab die Fahrt. Das sieht auch noch frisch aus. Also wenn ich mir das von außen angucke, sieht das noch super aus. Naja, aber der Dude sagt mir trotzdem, wir haben Schaden. Halt die rechts hier ganz eng, du. Dann da sparst du nochmal eine Sekunde. Ich muss ins Bett, ey. Und go. Go, go, go. Oh, McLaren ist hinter dir, Schneggy. Boah, komm doch rum. Das ist der. Und du sagst, der Karat kann untersteuern, Alter, das ist der absolute Scheiße! Nein, das ist super! Das liegt an den Reifen! Junge! Beruhig dich! Konzentration! Das ist der, den Wessel haben wir überholt, ne? Das ist Schneggy hinter uns.
Ja, ich hab trotzdem unterschätzt. Digga, es fährt sich wie Golf GTI. Ja, das ist aber wegen den Reifen. Ich muss ja pushen. Boah. Ja, chill. Konzentrier dich, egal. Konzentration. Konzentration. So wie ich jetzt gerade mit meinen zwei Warnings. Mhm. Yo, der Macker, guck's dir an. Jo, er hält rein! Das kann nicht sein Ernst sein, dass er da reinhält! Ja doch, er war jetzt zigmal schneller. Das Digga. Ja, egal, fahr weiter. Die fand ich nicht okay, die da. Soll ich die, wie es ist? Sagen wir so, wenn du 10 km/h Überschuss hast, dann fährst du halt vorbei, ne? Ja, ich habe auch die Tür offen gelassen, aber ich dachte, wir sind uns einig, dass er das nicht macht. Oh oh. Spoiler, wir waren uns nicht einig. Oh! Was? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Oh nein, oh nein! No time gained. Na gut, was ist das? Der kennt gar nicht aus! Oh, ja, oh, er rammt mich! Hallo? Hallo, was passiert hier? Oh. Ich glaube, du bist weit genug vorne, aber er holt Schwung! Ich warne dich schon mal vor, der wird ein bisschen Überschuss haben. Oh Mann. Ich warne dich vor. Nee, okay, ist alles gut. Ja. Okay, jetzt run. Ich meine, die werden sowieso eine Strafe kriegen, vermute ich jetzt mal, aber. Nein. Jo, final warning. Ja, das. Jetzt sind wir halt quitt. So ist ja. Ist ja alles fein. Du zwei, ich zwei. Das ist. Wir haben brüderlich geteilt. Die kreativen Brüder haben brüderlich. Die kreativen Brüder. Die kreativen. Mal gucken, ob die kreativen Brüder auch trotz Massephase hier die Präzision beibehalten auf der Final Warning. Junge! Bremst doch Auto! Ja, der bremst halt nicht mehr ganz so gut. Danke. Gut, dass du das jetzt sagst. Ich habe weniger Flügel, den habe ich mir abgefahren. Wilde Geschichte. Aber witzig ist es. Ja. Ah, der wird halt so rangeschossen von mir. Wer ist denn da hinter mir? Schneckenburger. Schnecki. Ja, nee. Ich glaube noch nicht mal. Also die kriegen auf jeden Fall gleich noch eine Strafe. Von daher ist, glaube ich, egal. Ich hab nicht gesehen. Also der hat den BMW gedreht, ne? Ja, ja. Okay. Die Kiste, wie die von vorne ausschaut. Ich glaube, ich sehe den Schaden gar nicht, oder? Hey, also bei mir sieht die Kiste noch neu aus. Aus jeder Perspektive. Einfach nur mein Skill-Issue, ist gar kein Schaden, ne? Oh, da kommt Romanenko aus der Box. Ja, das ist natürlich belastend, weil durch diese ganze Kacke da gerade, jetzt sind wir hinter dem McLaren. Weil das hat halt viel Zeit gekostet mit Schneggy, ey. Mhm. Aber könnt froh sein, dass wir noch leben. Wie sieht das denn hier boxenshop-technisch aus alles? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sind wir schon in den Top 15 angekommen? Ich habe keine Ahnung.
Kann ich sagen, wenn ihr hinter einem McLaren bis auf Misano ist es gar nicht mal so angenehm. Weil McLaren hat guten Topspeed. Der hat halt nur ein, zwei kleine Schwachstellen hier auf der Strecke, so auf der Bremse, aber sonst ist das hier echt ein mega gutes Auto. Ich muss so aufpassen mit der Warning, ne? Ja, ja, das geht super schnell leider jetzt. Nein, der Crash, da wäre es gewesen. Ja. Ob die Schaden haben, weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Vor uns, das weiß ich nicht, ne. Aber Romanenko ist anscheinend jetzt gerade auch ein bisschen am Struggeln. Moin, Holla, die Waldfee. Das Ding ist, selbst wenn du jetzt hier besser rauskommst, das bringt dir gar nichts. Guck mal, du bist 0-1 dran. Also besser kannst du eigentlich nicht dran sein. Obwohl, der hat glaube ich, Schaden, ne? Deswegen ist er nicht so schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass er Schaden hat. Ja, irgendwas ist da. Wir aber auch. Ja, wir auch. Er hat irgendwelche Probleme. Und der rein da. Ja, 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 alles gut, weiter geht's. Oh, ein bisschen Doorbanging. Oh, Achtung, no. Glück gehabt. Alles gut. Jo, park den Apex. Ja, ja. Junge, das fühle ich zu 100%. Von mir hätte er schneller gekonnt als Romanenko und dann kommt Schneggy und... Ja, ja, nutzt es halt aus. Wieder kaputt. Nutzt es halt aus. Schneggy. Also ja, ich setze das nicht mal. Hallo? Das, dachte kurz, der Motor wäre aus. Eco-Modus. Brems! Schneggy macht Druck. Der geht da gleich rein. Und dann können wir profitieren. Ja, die Hoffnung habe ich auch noch. Kriegen auch gleich noch Besuch von hinten. Lapki kommt angefliegt. Warum hat Pau überhaupt 10 Sekunden bekommen? Was hat er denn noch gemacht? Oh, Pfiffe. Also Markus fährt sich wirklich wie ein Sack Nüsse. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, dir eigentlich ein gutes Auto zu geben. Ja, die Karre kaputt zu machen, ja. Also wenn wir ehrlich sind, eigentlich sind alle, ja gut, alle mir in die Karre gefahren. Ah, leck mich doch im Sock. War doch nicht so weit. Dickes F. Die Serie ist einfach nicht für uns bestimmt. Ist auf jeden Fall ein guter Start, ne? Heute war total aus, weil ich sag's dir, wie siehst du? So.
Also eigentlich wären hier fast sogar noch die Top 15 vielleicht drin gewesen. Ja, ist mit der DT auf jeden Fall nicht mehr. Machst du nix, Leute, machst du gar nichts. Für den Content noch abstellen? Nee. Ja, die 20 Minuten überleben jetzt auch noch. Aber ist natürlich, ja, weiß ich auch nicht. Es liegt am Auto, Leute. Der McLaren, der hat uns direkt die Schelle gegeben heute hier. Und er sagt, Junge, du... Was machst du? Gehst mir fremd. Don't do this. Dann habe ich direkt das Karma kassiert. Hat der Bock mich direkt hier heute vom, was weiß ich was hier... ausgetreten in die Magengrube. Da vorne wird es auf jeden Fall jetzt spannend. Oh, der Ferrari ist auf jeden Fall sehr am Struggle da vorne. Wenn der jetzt einen Doppelwarning kriegt, dann können wir vielleicht mit ihm parallel an die Box gehen. Ah, easy. Nein, wir stellen die Kiste nicht ab, Leute. Wir fahren das hier ehrenvoll zu Ende. Auch wenn wir dafür wahrscheinlich nichts bekommen, aber so ist es halt manchmal. Nee, alles gut. So lerne ich die Strecke auch mal. Dabei, das Ding ist halt, ich liebe Misano so an sich. Also ich finde, Misano ist echt eine richtig geile Strecke. Aber... naja. Alter, Livery hat heute nicht gelegen, denn die war geil. Ey, wir sind wieder 28. Marco. Stimmt, da haben wir ein Déjà-vu. Kannst du gegen deine Ferrari-Kollegen gleich da vorne fighten, das ist auch was Feines. Wundervoll. Das lag an den Felgen. Ist so, weil die nicht schwarz waren, Leute. Egal, nicht zu ernst nehmen, Leute. Nicht zu ernst nehmen. Nächstes Rennen wird wieder besser. Donnerstag haben wir wieder Pro Series. Sonntag LFM Endu. Nächste Woche steht dann VEM 6 Stunden Bathurst an. Es wurde tatsächlich das Rennen, also das Kyalami-Rennen wurde nach hinten verschoben. Und nächste Woche steht dann Bathurst an. Also da können wir uns auch schon mal drauf freuen. Das wird sehr spektakulär. Und ansonsten, ja... Die in der Serie sind wir auf jeden Fall vom Pech verfolgt. Kann ich euch sagen. Jo, Alter, jetzt wo du sagst, warum ist dieser Stab da auf dem Dach? Ist so. Guck mal, hier finden wir Sachen raus, die. Hat er da den Imbusschlüssel vergessen? Daran liegt es! Ganz klar. Ich weiß, woran es liegt, Max. Und zwar? Es hat einer den Imbusschlüssel am Dach vergessen. Ah, der steckt, ja, klar. Der steckt da noch drin. Im Dach? Ja, der steckt im Dach. Okay. Ja, da ist die Iro gestört und das ist fast ein Kilo. Ja, ne, den sehe ich auch. Der Strohhalm. Du sagst? Warum? Also jetzt mal Real Talk, wofür ist das Ding? Also ist der. Der hat irgendeinen Sinn, aber was für einen Sinn? Formel 1 Autos haben wir auch so ein Ding. Wo ist dein Schraubenschlüssel? Nein, Junge, das ist hier. Es gibt doch hier einmal die Antenne. Und dann gibt's so einen Metallstab nach oben, der wie so ein Imbusschlüssel aussieht.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Junge! Du musst den Chat beantworten. Mir auch nicht, aber es ist so. Luftsensor? Ist das ein Luftsensor? Es ist, also es muss irgendwie sowas sein, ne? Mir ist das auch noch nie aufgefallen, ne? Weil du denkst immer so, das ist die Antenne. Also wenn du jetzt so von hinten guckst. Aber es ist nicht die Antenne. Es ist der Imbusschlüssel. Das ist ein Luftsensor. Ja, das ist ein Luftsensor, okay. Der Griff zum Wegschmeißen, Junge. Wenn das Auto mal wieder nach dem Rennen, Junge, einfach auch mal reintreten und wegschmeißen. Sagst du, die Ferrari... Ah, hallo, Sprachzentrum. Die Liebe zum Ferrari kommt nicht zurück, ne? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das Auto hat, hat Aggressionspotenzial. Du weißt, ja, was ich meine? So, es ist ein Auto schon, was irgendwie... Spaß macht zu fahren, aber es kann ganz schnell umschlagen zu so einer Art, die mir gar nicht gefällt. Aber es ist auch so, dass ich keine Erfahrung auf dem Auto habe und von daher, ich weiß nicht, der McLaren ist für mich irgendwie für meinen Kopf entspannter. Das ist für mich intuitiver, sagen wir es so. McLaren ist so ein bisschen intuitiver und Ferrari ist so eigen. So, kannst du gleich alles geben. Gegen deinen Ferrari-Kollegen. Oder ein Abschlepphaken, ja. So kann man es auch sehen. Bitte aus dem Spieleparadies in Milano abgeholt. Kannst die abschleppen lassen mit deinem Haken da oben. Aus dem Spielparadies. Das war meine Maus. Hat man das gehört? Wie bitte? Doch, meine Maus ist gerade fliegen gegangen. Hat man das gehört? Das kenne ich. Das Problem habe ich auch immer. Immer diese Mäuse. Willst du dem Kollegen Angst machen? Ja. Wollt mir mal unser Heck mal ganz aus der Nähe angucken. Ja, ist schon eine wilde Geschichte. Vor allem die vorne, ne? P1, 2, 3, 4 fahren ja auch nur 34 mit hier gerade, ne? Weil ich das gesehen hab. Ja. Warte mal, wo ist meine Maus? Irgendwo am Boden. Wo ist meine Maus? Hier ist sie. Wer hat das erste Rennen gewonnen? Jonkers und Fischer? Wirklich? Ich glaub schon, ne? Oh, DT für Basti und Sascha. Ärgerlich. Aber BMW auf 1, 2 und 4. Oh Gott, ich fall ihm nach! Ich bin so ein Vollpfosten. Das ist ein Ferrari-Kollege. Eigentlich müsste er jetzt auf der Geraden zumindest keinen Nachteil haben. Ich glaube, er hat auch kein Interesse. Jo, bis vorbei.
Bastiodon und WT. 12 Minuten noch, Männers. So lange können wir noch ein bisschen quatschen. Oh. Ach ja, es ist einer der ärgerlicheren Tage. Das war nicht mal off-track, aber das eben war eine Warning. Ja, das war... Das hattest du ja vorhin schon mal, das hattest du im Quali, glaube ich. Da warst du da auch voll knapp dran. Und von außen sah das auch so aus, als ob du off-track warst. Durchschnittsstraf für die Vierte. Achso, das ist, glaube ich, Basti gewesen. Ja. Manchmal ist der ACC sowieso komisch. Wir waren letztes Mal auf Kialami und dann ist Noah in der letzten Kurve komplett geradeaus gefahren. Also so komplett off-track. Da kannst du ja dann, ne, da kannst du ja voll neben der Strecke so fahren über diese asphaltierte Fläche. Ja. So, und er ist ja komplett geradeaus gefahren und hat noch nicht mal ein No-Time-Gain bekommen. Also die Runde war noch nicht mal ungültig. What? Ja. Das war komplett komisch. Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht so konsequent berechnet wird, oder ich weiß nicht, woran das liegt. Sag mal bitte durch, was die da vorne fahren für eine Pace. Meinst du P1? Ja, oder halt der andere Ferrari hier mit Bernd zum Beispiel. 34.0 fährt P1 auf jeden Fall, also die fahren so ungefähr eine halbe Sekunde schneller. Aber das sind halt auch BMWs. Leon fährt 34.1. Okay, auch gut. Ja, ich meine, wir haben 10 Sekunden Schaden noch, ne? Also kommen wir auch dazu. Aber 34.1 ist trotzdem strong. Oh ja. Basti geht an die Box. Leon ist auch an Whitehead dran. Einfach besser, Marco. Ja. Ich meine, die sind auch Main-Ferrari-Fahrer. Die lassen sich wahrscheinlich nicht mehr von den Würstchen irgendwie einen Streich spielen. Nee, Leon war eben auch im Chat, meinte, die fahren viel, viel höher vorne. Viel, viel höher? Viel, viel höher. Vielleicht muss man die Karre auch einfach 5 Klicks höher machen und muss einfach mehr Rake fahren. Hat mich halt irgendwo zwischen Heim und Ding orientiert. Ich habe mir die Setups ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ja, vor uns ist eine Sekunde langsamer ungefähr. Aber guck mal, 34.3 trotz des Schadens so ist trotzdem gut. Also von der Pace her sind wir da jetzt nicht weit weg. Ich glaube, Pace ist auch generell in dem Rennen hier gerade Reverse Grid ist sowieso nochmal, wer ist wie mit seinen Reifen umgegangen und so. Viele Faktoren so. Ich meine, Schaden werden vielleicht auch einige haben. Das war nämlich 4. Boah, immer älter, Vater. Ich habe übrigens noch eine 3050 hier liegen. Wenn einer Interesse hat an einer 3050, ich habe jetzt vor ein paar Tagen meine 4060 in meinen Streaming-PC eingebaut, wegen dem neuen Encoder. Wenn einer eine 3050 braucht, kann er gerne Bescheid sagen. Mit dem Schaden mit 2. Das ist gut. Das ist richtig gut. Traurig ist nur immer, dass wir uns davon nichts kaufen können. Ja. Also sind wir...
Ich habe keine Ahnung, für was die gehandelt werden. Keine Ahnung, aber ich will dafür nicht viel haben. Keine Ahnung, was kostet sowas, ein Huni? Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte die hat. Muss ich mal gucken. Den Karton jetzt gerade auch nicht. Müsste ich nachgucken. Aber wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, kann er sich bei Discord gerne melden. Ich glaube, was ist besser, so eine 1070 Ti oder eine 3050? Ich weiß auch nicht, wie... Also es ist jetzt keine krasse Gaming-Grafikkarte, weil ich hatte die in meinem Streaming-Rechner einfach drin für den Encoder. Aber je nachdem, was man für eine Grafikkarte hat, ist es halt auch schon wieder ein Upgrade, ne? CT ist auf jeden Fall noch eine sehr gute Karte. Ja, die war ja damals auch richtig krass. Ist mal die Frage, was du damit machen willst, ne? Klar, wenn du die neuesten Sachen dann auf hohen Auflösungen spielen willst, dann wird es auch schnell an ihre Grenzen kommen. Aber auf 1080p oder sowas kannst du heutzutage wahrscheinlich auch noch alles gut mit zocken. Sehr gut. Der nächste McLaren, Junge. Nee, man braucht auch kein Triple Screen unbedingt für Sim Racing. Ist natürlich geil, aber brauchen tust das zwangsläufig nicht. Ich bin auch sehr lange auf einem 21:9 Monitor gefahren. Also ganz früher auf einem 16:9, 1440p und dann irgendwann bin ich mal auf einen 21:9 gegangen. Und damit bin ich auch sehr lange gefahren. Lass nochmal vorbei. Ja. Das wäre so eine Nummer wie beim BMW gewesen. Du hättest die Kurve eigentlich noch gehalten, aber. Ja. Du hast schon recht, ich hab ihn ja berührt. Ja. Auch wenn er zuzieht, ich muss ja gucken, ob ich richtig vorbeikomme. Naja, lass dich. Ja, ich glaube auch, so ein Ultra-Wide ist ein geiler Kompromiss halt, ne? Wenn du, sagen wir mal, wenn du nicht so viel Kabelzeugs haben willst, wenn du vielleicht, ich meine, die sind auch krass von der Auflösung, je nachdem, was du für einen hast. Aber sie sind nicht ganz so leistungsfressend wie ein Triple Screen 1440p oder so. Zwar auch, weil die Auflösungen auch mittlerweile sehr, sehr hoch sind.
Das Gute ist, es gibt für jeden Geschmack gibt es heutzutage Monitore, Lenkräder, Pedale, irgendwelche Lösungen, die sehr günstig sind, aber auch es gibt halt auch sehr teure Sachen. Also da ist für jeden was dabei, das ist halt das Schöne. Und so kann jeder sich sein Setup nach und nach halt aufbauen, über Jahre. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man am Anfang eine günstige Variante nehmen muss. Ich bin auch lange mit dem T300 gefahren. Genau, mit den Konsolen und 21:9, das hat mich auch immer aufgeregt. Ich habe nämlich damals auch mal Gran Turismo auf meinem Monitor gezockt. Und du hast immer diese scheiß Balken links und rechts. Also halt 16:9 Format. Das fand ich auch immer ein bisschen schade. Ach, kann das die PlayStation mittlerweile? Also ultra-wide? Wo ich die vor anderthalb Jahren oder so hatte, war das vor einem oder anderthalb Jahren? Weiß gar nicht, oder noch länger. Da ist Gran Turismo gerade rausgekommen. Da habe ich mir mal eine geholt. Da ging es auf jeden Fall noch nicht. Ist so, Daniel. So muss Support werden, ne? Ja, Max, wir haben es gleich geschafft. Oder du. Aber die Pace war trotzdem auch gut. Also. Ja, aber da drin war Käse. Ja. Na gut. Das lag halt an meinem. An meiner Misere. Na gut, das Ding ist halt, wenn das erste Rennen scheiß läuft, ist das zweite halt automatisch. Ja. Kannst auch nicht mehr viel holen. Aber egal, muss, ja, ist super ärgerlich, weil auch erstes Rennen und so scheiße in die Liga reingestartet, aber, ja. Kannst du machen nix, musst du machen weiter. Jetzt fang ich in die Wand, perfekt. Stimmt, muss ja noch eine, ne? Ich dachte, das wäre schon vorbei, aber wir sind ja so weit hinten. Kappi, schlaf gut. Ja, aber jetzt habe ich Misano wenigstens mal gelernt. Jetzt kann ich die Strecke fahren. Bist du Misano nie gefahren? Mein erstes Rennen hier. Misano ist geil, Mann. Ja. Also ist schon. Ich finde es im McLaren zwar noch geiler, muss ich sagen, als also im Vergleich zum Ferrari. Da macht es mir nochmal mehr Spaß, weil der Ferrari ist irgendwie da so ein bisschen zu eigen, finde ich. Weil, so, keine Ahnung, letzte Kurve, auch hier in der schnellen Rechts. Da schiebt er mir manchmal oder da ist er manchmal irgendwie so unruhig und keine Ahnung. Und ich finde, das Rennenfahren ist mit McLaren auch irgendwie angenehmer, weil du einfach ein bisschen mehr Topspeed hast. Und der Ferrari hätte mir, glaube ich, als Main-Auto zu wenig Topspeed. Jo, selbst der Porsche ist schneller, musst du nur einziehen. Das ist krass. Ja. Inlap fahren. Wup, wup. Ja, stimmt. Guck mal, jetzt machen es komischerweise alle, ne? Ob nochmal AC kommt, muss ich mal gucken. Vielleicht am Samstag. Könnte sein, dass ich am Samstag nochmal. Also, ich wollte nochmal vielleicht eine Runde Nordschleife fahren. Aber, ja, obwohl Samstag kommt, wollte ich ein neues Video auch noch bringen. Müssen wir schauen. Normalerweise ist ja immer Dienstags und Samstags, ne? Nordschleife. Gumball fährt bestimmt mit, wenn du fährst. Gumball kannst du jetzt wecken und der wird das mit dir in 5 Minuten fahren.
Wir haben es zumindest zu Ende gefahren. Der Wille war bis zum Schluss da, Leute. Wir haben es durchgezogen. Der Porsche, der ist auf einigen Strecken, ist er ganz gut vom Topspeed. Also ist jetzt nicht super schnell, aber zumindest solide. Ich weiß gar nicht, ob er noch Strecken hat, wo er komplett langsam ist. Kann man aber auch schwer vergleichen. Es kam jetzt ja letztens ein Update, da wurde viel am Porsche gemacht. Spielberg ist der Porsche sehr langsam. Wo? Spielberg. Ja? Ja. Da ist es tatsächlich sehr belastend. Ich meine, wenn du gut aus den Kurven rauskommst, wegen Traktion und so, dann geht's vielleicht noch, aber sonst ist Spielberg schon eine Strecke, wo du Topspeed gebrauchen kannst, ne? Ich fahre mit 3x2500 und 60x1044. Also meine Monitore sind 1044p-Monitore. Bevor wir dir gut werden. Ja, zumindest sind wir in der Box. Jo. Na. Wo ist meine Maus? Der lila Punkt auf deinem Minimap zeigt an, wo du an die Box kommst, quasi. Wenn du dann an die Box. Wo du quasi wieder rauskommst, wenn du jetzt an die Box gehst. So. Genau, abhaken, weitermachen. Das ist hier die Devise. Auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es für euch dann natürlich auch nicht so. Ihr wollt alle geile, enge Racing-Action und das ist dann natürlich Käse, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Aber da müssen wir dann zusammen auch mal durch. Leider. Also mir tut es am meisten weh, könnt ihr mir glauben. Erstmal fürs Team und für euch. Und dann am Ende des Tages für mich. Deswegen. Ja. Schauen wir mal. Was noch so geht in der Liga. Bei den Jungs. Die Jungs machen das wahrscheinlich besser als ich. Ja. So, Leute. Oh, es regnet, Max. Seht das hier, Leute? Hier, seht das. So, Alt F4. Ja. Ich will hier weg. Oh, regnet. Ey, ohne Scheiß, das wäre vielleicht unsere Rettung gewesen heute, dieser Regen, oder? Ja, Regen vielleicht schon. Vielleicht wäre der Regen unsere Rettung gewesen. Ich weiß es nicht, ey. Scheiße. Naja, was machst du nix, ey? Alles gleiche, Leute. Wie ich gesagt habe, kannst du machen nix, musst du machen weiter. So. Alles klärchen. Okay. So, dann genau, machen wir feiern. Schon wieder fast 23 Uhr hier, ne? Wild. Und das am Dienstagabend. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein. Und wir sehen uns dann spätestens Donnerstag, würde ich sagen. Vorkommt noch ein Video. Ich weiß noch nicht, was ich euch da Feines präsentieren werde. Aber irgendwas lasse ich mir einfallen. Genau, Pro Series VEM. Da sollte sowas nicht passieren. Obwohl, selbst wenn mal was in der Pro Series passiert, ne, dann hast du halt auch mal ein Streichergebnis, kann passieren. Dafür ist so eine Season halt auch lang und es kann immer was passieren. Ne? Ich wünsche euch trotzdem was. Leute, gute Nacht. Euch allen danke fürs dabei sein trotzdem. Und nächstes Mal machen wir es wieder besser. So machen wir das. Bis denn. Tschüss.